Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Videokanal von Legendary Games. Ich bin der Alexander und ich habe heute wieder mal ein kommentiertes Let's Play für euch. Und zwar spielen wir heute eine Partie Vietnam 65. Vietnam 65 ist das Erstlingswerk eines kleinen Entwicklerstudios namens Every Single Soldier. Es erschien im Jahr 2015 und im Abstand von 2 Jahren sind dann noch 2 weitere Titel erschienen. Im Jahr 2017 kam noch Afghanistan 11 und 2019 kam dann Her Majesty's Ship noch heraus. Die Spiele werden vertrieben von Matrix Games. Matrix Games, wer unseren Kanal schon ein bisschen kennt, erinnert sich vielleicht an das Let's Play zum Spiel Gary Grigsby's World at War, was auch im Hause Matrix Games vertrieben wird. Und das ist eine Firma, die sich spezialisiert hat, ich würde sagen beinahe ausschließlich, auf Strategiespiele, insbesondere Rundenstrategiespiele. Und ein solches ist auch Vietnam 65. Das Spiel beschäftigt sich mit dem, wie der Name schon sagt, mit dem Vietnamkrieg. Man sieht es ja auch schon an dem Hintergrundkulisse hier. Es steht Bild für den Vietnamkrieg hier, dieses Bild mit den Helikoptern, dem Dschungel, den Soldaten. Ich werde jetzt keine Geschichtsstunde mangels auch historischem Wissen zu dem Thema halten und werde mich da weit zurückhalten bezüglich allem, was die Historie angeht, sondern größtenteils das Spiel dabei erklären bei einer Partie, die wir hier spielen werden. Ja, es ist ein Solo-Spiel, das heißt, ich habe hier keine Möglichkeit des Multiplayers und wie ich schon gesagt habe oder angedeutet habe, ein Rundenstrategiespiel. Wir starten hier direkt mal rein und sehen hier New Game. Okay, was kann ich hier auswählen? Ich kann die Schwierigkeitsstufe normal wählen, ich kann Veteran wählen und ich kann mir einen Schwierigkeitsgrad zusammenbasteln, der sich hier auf diesen Difficulty Score auswirkt. Wir wählen hier mal einen vorgefertigten Schwierigkeitsgrad und zwar wählen wir den Schwierigkeitsgrad Veteran, also das etwas, ja, die etwas schwierigere Variante. Ich möchte auch gleich dazu sagen, ich bin kein Experte in dem Spiel. Wer das Spiel gut kann bzw. gut kennt, der wird jetzt hier zahlreiche Fehler sehen im Spiel von meiner Seite. Allerdings, traue mir durchaus zu, vielleicht auf Veteran das Spiel auch zu gewinnen. Werden mal schauen, ob das klappt. Einfach ist das Spiel nicht. Es hat zwar relativ überschaubare Regeln, kein komplexes Regelwerk, nur das Spiel zu meistern ist doch schwieriger, als es auf den ersten Blick vielleicht wirkt. So, vielleicht noch eine Sache in Richtung Vietnamkrieg. Das ist jetzt hier kein Spiel, in dem sich zwei, ähnliche Kriegsparteien gegenüberstehen. Wir haben hier auf der einen Seite die nordvietnamesische Armee bzw. die Kämpfer des Vietcong, die sich darauf stützen, dass sie zwar keine besondere militärische Ausrüstung haben, allerdings eben den, ja, in Anführungszeichen Heimvorteil, sich im Dschungel bestens auskennen und in erster Linie durch Tarnung ihren Vorteil erreichen und Ausnutzung des Geländes, während natürlich die Amerikaner hier als eingreifende Partei im Krieg an der Seite des Südvietnam hier ihre technischen Überlegenheiten zur Geltung bringen wollen durch Luftunterstützung und gutes Equipment. Aber mit schierer Übermacht war dieser Krieg eben historisch nicht zu gewinnen und mit schierer Übermacht ist er auch hier in diesem Spiel nicht zu gewinnen. Das wird hier korrekt wiedergespiegelt. So, jetzt aber wirklich genug zur Geschichte. Wir gehen mal rein ins Spiel und sehen jetzt hier, wir gehen das Spiel hier auf der Übersichtskarte. Wie gesagt, das läuft jetzt hier keine Zeit, das ist hier alles rundenbasiert. Wir sehen hier auf der Karte auf der rechten Seite die amerikanische Basis. Dann haben wir hier insgesamt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vietnamesische Dörfer. An jedem Dorf weht eine gelbe Flagge mit roten Streifen. Ich kann nicht genau sagen, welche Flagge das jetzt hier sein soll. Dann sehen wir hier grün hinterlegt den Dschungel. Dann schlängelt sich hier ein Fluss durch den Dschungel durch. Neben dem Fluss verläuft eine Straße und verbindet hier insgesamt 4 Dörfer. Und wenn ich hier natürlich irgendwo in die Karte reinklicke, dann springe ich hier direkt an Ort und Stelle wieder zurück an die Karte. Was sehen wir hier noch? Wir sehen einen Activity Report, 0 Vietcong Cadres, 0 nordvietnamesische Einheiten und 0 nordvietnamesische Basen.
dazu. Also es gibt hier am Anfang zu Beginn keine feindlichen Kräfte. Allerdings mit jeder Runde werden feindliche Kräfte aufgestellt. Die erscheinen dann zufällig an bestimmten Punkten auf der Karte. Das gilt für die Vietcong. Die erscheinen immer an den gleichen Punkten. Die Punkte sind aber nicht bekannt. Die erscheinen hier nicht etwa in den Dörfern, sondern können an beliebigen Punkten erscheinen. Das sind immer die gleichen. Während die nordvietnamesische Armee immer von Westen ins Spielfeld, vom Westen her sich ins Spielfeld ausbreitet. Der Statusreport zeigt an, wie viele hier Bodycount, wie viele Treffer die jeweiligen Seiten hier erlitten haben. Das ist hier, steht alles noch bei 0. Dann sehen wir hier eine Wettervorhersage. Ich kann nicht sagen, ob die 100% zutreffend ist, ich glaube aber schon. Also zwischen Sonnenschein und Regen. Hat auch eine Auswirkung aufs Spiel, logischerweise, sonst wäre das hier nicht angebracht. Und dann sehen wir hier noch einen Graphen und diese 50 neben diesem Herz. Und das hat zu tun mit dem Ziel des Spiels, und zwar dieses Herz spiegelt den Wert Hearts and Minds Value wieder. Das ist im Prinzip die Einstellung der einheimischen Bevölkerung gegenüber den USA bzw. dem kommunistischen Feind der USA. Je höher der Wert, desto pro-amerikanischer die Einstellung und je niedriger der Wert, desto anti-amerikanischer. Und wenn wir hier einen Wert von 60 oder mehr erreichen zum Ende des Spiels, dann haben wir einen großartigen Sieg eingefahren. Und wenn wir unter 40 am Ende landen, haben wir eine vernichtende Niederlage erfahren. Und alles, was dazwischen ist, ja, im Prinzip kann man das Spiel als gewonnen rechnen, wenn man hier einen Wert größer 50 hat, oder größer gleich 50. Aber um einen deutlichen Sieg einzufahren, braucht man eben einen Wert von 60. Ja, das Letzte, was wir hier in diesem Bildschirm sehen, ist noch der Zug. Es werden 45 Runden gespielt, das spiegelt 45 Tage wieder und nach 45 Tagen wird eben abgerechnet. Okay, dann schauen wir mal uns hier diese Taktikkarte an. Wir sehen hier oben einmal diesen durchschnittlichen Wert, dieses Hearts and Minds. Dann sehen wir hier den Political Support, das ist im Prinzip die Währung des Spiels, im Prinzip die Geldmittel, die zur Verfügung stehen. Dann haben wir hier einen Button für Airstrike, einen Button für Air Supply, Go to HQ, okay, das ist selbst erklären. Dann haben wir hier noch Go to, das müsste die Firebase sein, das ist noch ausgegraut, weil es die noch nicht gibt. Und wir können eben sehen, eben hier die Umgebung. Also Ziel des Spiels, wir müssen die Sympathie der einheimischen Bevölkerung auf unsere Seite ziehen. Wie schaffen wir das? Das schaffen wir, indem wir die Vietcong-Einheiten aufspüren und auslöschen, bevor sie die einheimische Bevölkerung in deren Dörfern terrorisieren können. Die werden dort quasi unter Druck gesetzt und freuen sich, wenn die Amerikaner sie von den, Terroristen, falsche Wort, aber von den Vietcong hier befreien. Auf der anderen Seite, wenn amerikanische Einheiten Treffer kassieren, dann verliert natürlich die einheimische Bevölkerung auch das Vertrauen in die amerikanischen Befreier hier. Wir sehen hier vor jedem Dorf so ein Feuer brennen. Wenn wir ein Dorf besuchen mit Infanterieeinheiten, dann wird dieses Feuer ausgelöscht. Wir bekommen einen kleinen Beliebtheitsbonus in dem Dorf und falls sich in der Nähe feindliche Einheiten befinden, kann es sein, je nachdem wie wohlgesonnen uns die Dorfbevölkerung ist, dass uns der Standort dieser Einheiten verraten wird. So, jetzt habe ich schon gesagt Infanterieeinheiten. Wir schauen mal, welche Einheiten gibt es denn überhaupt im Spiel. Es gibt insgesamt 9 verschiedene Einheitentypen der Amerikaner. Wir haben die normale Infanterie, wir haben die Green Berets, das sind quasi die zwei Fußtruppen. Infanterieeinheit ist konventionelle Schützeneinheit, die im Kampf relativ stark ist gegen andere Fußtruppen. Die Green Berets sind eher kleinere Spezial- bzw. Späheinheiten, die im Kampf weniger stark ist, aber dafür andere Vorteile besitzt. Zum Beispiel hat sie eine größere Sichtweite, und das ist hier im Dschungel absolut entscheidend. Sie kann sich auch schneller fortbewegen, hält auch länger durch, ohne extra Nachschub zu benötigen. Und deswegen ist er auch deutlich teurer. Green Beret, ganz entscheidende Einheit. Und zwar sind das die beiden einzigen Einheiten, die auch Gegner aufspüren können, bevor die Gegner uns direkt attackieren.
Infanterie, sehen wir hier auch, wenn wir hier draufklicken auf den Infobutton, hier ist eine kurze Einheitenbeschreibung, Kampfstärke, Sichtradius und das ist die Runden, die die Einheit ohne Nachschub durchhält. Und wir sehen hier einen Sichtradius von 1 und bei den Green Berets sehen wir einen Sichtradius von 3. Und die anderen Einheiten dürften alle einen Sichtradius von 0 hier haben, wie wir sehen. Das heißt, wir können feindliche Einheiten nur mit Infanterie oder eben noch viel besser mit Green Berets aufspüren. So, dann haben wir hier stationäre Artillerie. Davon besitzen wir auch eine schon am Anfang. Die kann nur in amerikanischen Basen stehen, hat dort einen relativ großen, wählen wir eine aus hier, einen großen Feuerradius. Allerdings kann ich hier nicht blind auf Verdacht im Dschungel feuern. Ich kann tatsächlich nur auf Ziele feuern, die sich auch in unserer Aufklärungsreichweite befinden. Und die ist hier nur ein paar Felder breit. Man sieht es hier, drei Felder rum um die Basis und ansonsten ist hier alles im Prinzip Kriegsnebel. So, dann gibt es hier noch motorisierte Kräfte, eine mechanische Infanterie und einen Panzer, den wir hier jederzeit, anfordern können. Wir sehen hier mit 10.000 Political Support und hier stehen die Preise dabei. Also wir könnten uns jetzt hier theoretisch 6 Panzer anfordern von dem Geld. Und dann haben wir hier den zwei Typen der Transporthubschrauber. Wir haben den Huey, den Standard-Transporthubschrauber, der in Vietnam sehr häufig eingesetzt wurde. Und wir haben den Chinook, die größere Version mit größerer Reichweite. Dazu gibt es einen Kampfhubschrauber und einen Engineer. Quasi hier so eine Art Multifunktions-Bulldozer-Werkzeug, der weitere amerikanische Basen errichten kann, Straßen bauen kann, Dschungel abholzen kann oder zum Beispiel auch Panzer im Feld wieder auftanken. Ja, das ist jetzt eine relativ ausführliche Beschreibung gewesen. Zu Beginn haben wir gar nicht alle Einheitentypen. Wir haben hier 3 Transporthubschrauber, wir haben einen Engineer, wir haben eine Green Beret-Einheit, 3 Infanterieeinheiten und eine Artilleriestelle. So, am Anfang gibt es keine Gegner. Das heißt, was wir machen, wir werden natürlich hier diese Orte besuchen mit Infanterieeinheiten und werden zwar hier keine Aufklärungsinformationen von denen bekommen, aber dafür einen leichten Beliebtheitsbonus. Das werden wir hier ausnutzen, solange es noch keine Gegner gibt, aber am Ende jeder Runde kommen Gegner hinzu. Ich werde das hier einmal vorführen, wir wählen einen Huey aus. Wir sehen hier den grünen Radius hier, das ist der Bewegungsradius, der in einer Runde hier erreicht werden kann mit diesem Transporthubschrauber. Wir sehen hier das Benzinkanister-Symbol mit einer weißen 4 und einer grünen 4. Die grüne 4 ist die maximalen Vorräte, die Einheit haben kann und die weiße ist die aktuelle Vorräte, die sie noch hat. Also das heißt, diese Einheit hält 4 Runden durch, ohne aufzutanken. Wenn ich jetzt quasi die bewege, nächste Runde steht dann hier quasi eine weiße 3 und eine grüne 4. So, das heißt, wir laden jetzt hier meine Infanterieeinheit auf. Infanterieeinheit hält 5 Runden durch. Und können jetzt hier den Abladebefehl wählen und sehen jetzt hier, in welchen Feldern hier überall abgeladen werden kann. Wenn sie natürlich zu weit weg sind, dann sehen wir hier durch diese 1 eingeblendet, das ist die maximale Reichweite in einer Runde. Und wir sehen, wir können nicht im Dschungel Truppen absetzen, wir können auch nicht im Fluss Truppen absetzen, auch nicht direkt in Dörfern. Und es geht außerdem nicht hier in diesen Kornfeldern, da ist es auch nicht möglich. So, das heißt, wir setzen in der Nähe des Dorfs hier ab. Moving to LZ. Jetzt noch ein bisschen Restreichweite. Dann wieder umdrehen mit dem Helikopter und gehen mit dem Infanterieeinheit ins Dorf rein. Jetzt hier dieses kleine grüne Herz. Und ja, bewegen uns hier einfach mal weiter in Richtung nächstes Dorf. Und schnappen uns den nächsten Hubschrauber. Nächste Infanterieeinheit. Und marschieren einfach ins nächste Dorf hier. Infanterieeinheit ins Dorf und bewegen uns mal entlang der Straße. Das ist normalerweise durchaus gefährlich. Allerdings jetzt, wie gesagt, noch keine feindlichen Einheiten im Spiel. So, und auch den Green Beret wollen wir auf jeden Fall gleich hier am Geschehen teilhaben lassen. Laden den hier mal ein. Und schicken ihn entweder nördlich oder südlich mit. Schicken ihn mal
südlich mit. Und kehren direkt wieder um. Und dann können wir hier ein paar Schritte in den Dschungel reinlaufen mit dem Greenberry, der eben eine Sichtweite von 3 Feldern hat. So, wichtig noch, also wir haben jetzt hier eine Infanterieeinheit bleibt hier noch in der Basis. Wir könnten jetzt hier mit der Infanterieeinheit 2 Schritte laufen. Macht jetzt hier wenig Sinn, weil erstens ist es eben sehr langsam und behäbig. Mit dem Helikopter wären wir viel schneller und es wird eben dann schon ein Nachschub verbraucht. Das ist jetzt hier unnötig, das so zu machen. Wichtig ist aber hier noch der Engineer. Und zwar die wichtigste Aufgabe von dem ist, abgesehen, dass er hier natürlich schöne Straßen legen könnte nach Norden, das ist hier nicht verkehrt, auch eine Straße nach Süden würde hier Sinn machen. Aber, wir schauen nochmal auf diese Karte hier, wir müssen ja nach Möglichkeit die Gunst aller Dörfer hier auf unserer Seite ziehen. Alle Dörfer ist schwierig, weil eben die Gegner von überall auf der Karte auftauchen können, prinzipiell, und wir eben ja, uns von Ost nach West vorarbeiten. Aber wenn man sich hier nur auf 2, 3 Dörfer konzentriert, was nicht so schwierig wäre, würde man das Spiel am Ende verlieren, weil die anderen Dörfer komplett in Richtung der Kommunisten kippen würden. Aber wenn wir hier nur von unserer Hauptbasis aus operieren würden, wären die Wege nach Westen hier ja viel zu weit. Das heißt, wir brauchen eine zweite Basis. Wir können kostenfrei eine Firebase, nennt die sich, errichten, von der aus wir dann auch weiter operierende Einheiten versorgen können. Reparieren und heilen, also angeschlagene Einheiten wieder auf volle Kampfstärke bringen, geht tatsächlich immer nur in der Heimatbasis. Das heißt, ohne die Heimatbasis kommen wir auf Dauer sowieso nicht aus. Aber eine Basis, von der aus man seine Truppen versorgen kann, irgendwo in der Mitte des Spielfeldes, ist sehr wichtig. Und da können wir hier uns mal einblenden lassen, wo man die denn bauen könnte. Mit Firebase, und da sehen wir hier, okay, im Süden geht es überhaupt nicht. Das heißt, irgendwo entlang der Straße hier müssen wir den Engineer hier platzieren und da die Firebase errichten. Das empfiehlt sich auch, das relativ früh im Spiel zu machen. Ja, und das ist tatsächlich ein bisschen ungünstig, dass die Dörfer sehr weit im Westen liegen. Vielleicht sollte man sogar darauf spekulieren, dass man die hier noch weiter im Westen ansiedelt, an so einer Stelle hier. Aber das ist, ja, das ist aber wahrscheinlich zu weit. Wahrscheinlich irgendwo hier entlang der Straße hier oben im Norden. Ja, und da versuchen wir dann mal, uns dort hier hinzubewegen. Okay, dann nehmen wir den Engineer gleich mal mit. Fahren hier ein Stückchen. So, im Prinzip könnten wir unsere Runde jetzt schon beenden. Die Frage ist, wollen wir noch weitere Reinforcements haben? Was Sinn macht auf jeden Fall, ist eine weitere Green Beret Einheit. Eventuell eine motorisierte Einheit. Dann aber auf jeden Fall immer zusammen mit einem Green Beret operieren lassen, damit die Feinde auch entsprechend aufgespürt werden und vielleicht noch ein weiterer Transporthubschrauber. Ein Green Beret können wir auf jeden Fall kaufen, aber das machen wir dann nächste Runde, wenn die Transporthubschrauber auch da sind und den direkt wieder verschiffen können. Okay, das heißt, wir beenden unsere Runde. All units have moved. So, und jetzt sehen wir hier Activity Report. Ein Vietcong-Kader ist entstanden und der kann sich jetzt theoretisch ziemlich überall auf der Karte befinden. Das heißt, wir laufen mit unseren Green Berets und vielleicht läuft er uns dabei zufällig über den Weg. Der kann natürlich jetzt auch hier direkt im Rücken unserer Einheiten schon stehen. Wenn wir Pech haben, ist es der Fall. Und dann wird man natürlich dem leicht in die Arme laufen. Aber scheint jetzt hier nicht passiert zu sein. Okay, also wir wollen eine weitere Green Beret Einheit. Haben wir jetzt hier gekauft für 4000. Und wir laden die auch gleich hier ein. Und die soll hier auch sich entlang der Straße bewegen. Oder vielleicht sogar hier unten Richtung Dorf. Okay, hier auch noch niemanden gefunden. Und dann der Engineer hat sich bewegt. Der Transporthubschrauber könnte jetzt noch, ja, der sollte noch eine weitere Infanterieeinheit holen. Das macht aber der hier. Wir laden wieder eine Infanterie ein. Und bewegen die hier auch nach Norden.
Egressing LZ. So, genau. Ich kann jetzt das Ort, das Dorf nicht schon wieder besuchen. Es hängt immer davon ab, ob hier gerade so ein Feuer brennt. Und das wird nach ein paar Tagen wieder neu entfacht. Und dann kann ich theoretisch wieder hingehen und wieder Informationen holen. Ich glaube, es wird auch entfacht, wenn irgendwo in der Nähe Einheiten erschienen sind. Da bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, hier den Transporthubschrauber, den lassen wir einfach mal hier stehen. Dann wird der direkt aufgetankt. Der muss quasi seine Runde in dem Hauptquartier beenden. Dann ist er nächste Runde vollgetankt mit 4 aus 4 und kann dann auch hier Einheiten, die sich hier bewegen, wieder versorgen. Und das werden wir nächste Runde schon machen. So, jetzt haben wir 2 Vietcong-Cadres und eine nordvietnamesische Einheit. Wir sehen jetzt hier beim Helikoptern schon den blauen Benzinkanister. Der blaue Benzinkanister sagt dann aus, nur noch 2 Runden Vorräte. Wir legen uns hier mal vorwärts. Den Greenberry lassen wir hier mal laufen. Und die Infanterie scheint sich hier gefahrlos Richtung Dorf bewegen zu können. Hier wieder die Späher zuerst. Infanterie hinterher. Okay. Sieht auch gut aus. Und jetzt wählen wir hier mal, sehen wir hier, die Infanterie hat hier noch 3 Nachschub. Und die werden wir jetzt hier einfach mal versorgen. Können hier den Nachschub direkt im Dschungel abwerfen. Und jetzt sehen wir, die Infanterie hat wieder 5 aus 5. Natürlich ist es so, der Nachschub wird immer komplett aufgefüllt. Ob der jetzt nur halb verbraucht war oder ob die jetzt schon bei 0 von 5 war, ist dabei egal. Das heißt, am effizientesten ist natürlich, die Einheiten dann aufzufüllen, wenn der Nachschub komplett verbraucht ist. Allerdings ist es natürlich auch ein Wabonk-Spiel, weil wenn ich natürlich eine Runde zu spät dann dran bin, dann wird die Einheit aufgelöst, weil sie keinen Nachschub mehr hat. Oder ich muss eben hier für 500 Political Support die Einheit hier auffüllen lassen. Das ist natürlich sehr teuer. So. Ich glaube fast, dass wir hier uns noch eine zweite Einheit, also insgesamt dann die dritte, Green Berets leisten. Einfach, weil Aufklärung hier Trumpf ist und wir versuchen, alles, was hier passiert, irgendwie mitzubekommen. Wir haben dann nicht viele Einheiten, die tatsächlich schlagkräftig sind. Wir haben hier dann nur 3 Infanterietrupps. Allerdings haben wir zusätzlich noch den Airstrike, den wir verwenden können. Der kostet tatsächlich nichts, hat aber eine Abkühlungszeit von 3 Runden und ist auch nicht garantiert, dass der trifft. Es ist auch egal, welche Kampfhandlungen wir hier machen. Es ist nie garantierter 100% Erfolg. Werden wir sehen, sobald es zu Kampfhandlungen kommt. Okay, lassen wir hier die Helikopter auftanken. Und der Engineer lassen wir auch fahren. So, jetzt sehen wir hier schon, HZ Mainz ist auf 49 gesunken. Das heißt, irgendwo, weil wir haben keine Treffer abbekommen. Wenn wir Treffer abbekommen, dann wird im nächsten Dorf verlieren wir quasi Vertrauen. Wenn wir Treffer erzielen, werden wir im nächstgelegenen Dorf Vertrauen erhalten. Allerdings sinkt eben dieser Wert auch, wenn in irgendeinem vietnamesischen Dorf die Vietcong eingekehrt sind und die Dorfbevölkerung terrorisiert haben. Das sehen wir jetzt aber hier nicht. Wir sehen auch anhand von keiner Flagge. Die Flaggen wird sich hier auch ändern. Und die sind hier noch relativ nah an dem neutralen Wert. So. Okay, jetzt haben wir 4 Vietcong-Cadres und 2 NVA-Units. Irgendwo jetzt müssen die auch versteckt sein. Wir gehen hier mal wieder Infanterie rein. Keine Infos erhalten. Gehen wir Richtung Norden. So, wir bewegen uns hier auf der Straße. Straßen sind immer ein beliebtes Ziel für Minen. Die Gegner legen auch Minen, aber am liebsten in der Nähe der Dörfer. Und wir versuchen natürlich jetzt hier unsere Basis zu errichten hier im Norden. Schauen wir hier nochmal, ob sich hier jemand versteckt. Auch niemanden gefunden. Und hier guckt man ins Dorf. Auch niemand. Okay, sind die Feinde anscheinend relativ weit im Westen erschienen. Das ist nicht gut. Finde ich, ist es gut, wenn wir sie früher erwischen können. Aber klar, läuft eben nicht immer perfekt. Jetzt tanken wir hier die Infanterie wieder auf.
Und mit dem hier können wir das auch machen. Spendieren hier dem Greenberry hier unten nochmal ein bisschen Nachschub. Hier der erste Feindkontakt. Ist jetzt möglich, dass der direkt hier erschienen ist? Oder ob er hier ins Feld reingelaufen ist? Wir sehen jetzt auch, es regnet. Das Regen heißt insbesondere, unsere Helikopter haben eine kürzere Reichweite. Seht jetzt hier, das war die maximale Reichweite von der Basis entfernt. Wir kommen jetzt nicht ganz zurück, weil es eben regnet. Und es ist auch schwieriger für uns zu kämpfen im Regen. Also wir haben jetzt hier, und wir können uns mit Fußtruppen nicht so sehr so weit fortbewegen. Wir hätten jetzt hier beim Angriff eine 68% Chance, die begünstigt wird hier. Wir sehen hier Faktoren in grün, die das begünstigen. Das Fernglas bedeutet, dass die Einheit in Sichtweite einer Green Beret Einheit ist. Das ist hier jetzt hier mit drei Feldern. Rot, es wird nicht schlecht begünstigt. Schlecht begünstigt. Es ist hier ungünstig für uns das Gelände, wenn wir im Dschungel angreifen, und der Regen macht uns natürlich auch nochmal Schwierigkeiten. So, jetzt können wir hier, was können wir hier machen? Wir können nicht angreifen, weil wir nur ein Feld uns bewegen können. Wir können hier nach Minen suchen im Radius von zwei Feldern. Da halte ich jetzt auch für unwahrscheinlich, dass hier Minen liegen, weil noch keine Feinde waren. Aber wir können auch einen Ambush machen. Das machen wir hier mal. Da werden wir in dem Umkreis von einem Feld Gegner angreifen, die sich in den Radius bewegen. Wobei, cannot ambush adjacent to villages. Wir sind neben einem Dorf, da können wir keinen Ambush machen. Okay, ein Airstrike können wir leider auch nicht machen, weil es jetzt hier regnet. Das heißt, wir bewegen uns nochmal hier mit den Green Berets nach Westen. Mit der Infanterie nach Westen. Und mit dem Engineer möchten wir am liebsten hier schon eine Basis gleich errichten. Ja, es ist einfach nicht perfekt. Hier wäre perfekt, aber das ist zu weit weg. Wir errichten hier oben unsere Basis. Bleiben wir auf der Straße. Und nächste Runde errichten wir sie dann. Ja, und dann bewegen wir uns eben hier auf die Vietcong hier zu. Wir müssen nur verhindern, dass die ins Dorf kommen, weil wenn sie ins Dorf kommen, richten sie dort eben Schaden an. Ja, ob sie uns jetzt angreifen oder nicht, die sollen uns gerne angreifen, wir sind etwas stärker. Hier sind auch noch keine Feinde. Der Huey kann zurückfliegen. Jetzt natürlich hier nicht ganz ungefährlich, es ist jetzt hier möglich, dass hier im Dschungel irgendwo feindliche Einheiten stehen und unsere Helikopter beschießen auf dem Heimweg. Deswegen muss man hier immer ein bisschen Vorsicht walten lassen. Okay, da oben können wir hier eine Resupply-Mission machen. Hier ist auch, das ist jetzt so eine Sache, ich kann hier, wenn ich mich einzelne Felder weit fortbewege, kann ich den Pfad, auf dem sich die Helikopter bewegen, festlegen. Wenn ich jetzt allerdings sage, ich möchte gerne diese Infanterieeinheit mit Nachschub versorgen, dann kann ich den Weg nicht selbst bestimmen. Zumindest weiß ich nicht, wie das geht. Ich bin mit der Steuerung noch nicht drauf gekommen. Das ist natürlich schlecht, weil dadurch ist der Weg festgelegt und wenn jetzt hier auf dem grün eingezeichneten Pfad sich Feinde befinden, dann wird unser Helikopter hier erwischt. Und das ist ein Ärgernis. Wahrscheinlich müsst ihr an der Stelle einfach das Handbuch besser lesen. Aber ich bin eigentlich auf dem da so weit, dass ich nicht glaube, dass man den Pfad überhaupt selbst festlegen kann. So, jetzt sehen wir hier weitere Feinde. Hier ist eine Einheit. Es regnet immer noch, das heißt, wir haben immer noch keinen Airstrike zur Verfügung. Wir können diese Einheit jetzt angreifen mit 68%, das werden wir auch machen. Das ist nicht sehr gut. Möglich, dass sie hier Minen gelegt haben. Einmal kontrollieren. Minen sind keine da. Ja, vielleicht warten wir auf besseres Wetter. Und stellen uns nochmal hier daneben. 68% würde sich etwas erhöhen. Und hier bauen wir jetzt hier unsere Basis. Die Firebase. Ja, so weit wie möglich hier westlich dann. Ja, vielleicht noch ein Stück.
wir bauen sie hier doch eher, schieben so weit wie möglich nach Westen, dass wir hier besseren Zugriff auf diese Dörfer hier haben. Okay. Die Helikopter müssen erst selbst wieder tanken, bevor sie dann weitere Nachschubmissionen durchführen. Der Helikopter ist unterwegs. Und nächste Runde schicken wir sie dann los und schicken den Nachschub dann hier nach Süden. Sehen auch schon, wir sind nur noch bei 47 Hearts and Minds Value, weil wir eben uns noch nicht um sehr viele Dörfer hier gekümmert haben. Okay, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Das war mir nicht bewusst, dass er so eine große Reichweite hat. Eine Reichweite von 3 Feldern, da hätten wir natürlich angreifen müssen. Ja, das ist klar. Sehr ärgerlich. Aber es ist eben passiert. Es ist noch kein Beinbruch. Der Helikopter hat jetzt hier einen Treffer abbekommen. Beim zweiten Treffer wird er abstürzen. Das wäre sehr ärgerlich. So können wir den reparieren lassen in der Heimatbasis. Und so lang funktioniert er auch noch. Also der kann weiterhin Truppen transportieren. Der kann weiterhin Nachschub transportieren. Er darf nur keinen zweiten Treffer abbekommen. Wir haben hier die Green Beret-Einheit. Das heißt, wir sollten hier nächste Runde eigentlich alles entdecken. Hätten wir angegriffen, wäre es natürlich besser gewesen. Ich habe jetzt hier die Reichweite unterschätzt. Und natürlich wäre ich auch anders geflogen, wenn ich den Pfad hätte festlegen können. Okay. Hier unten sehen wir die feindliche Infanterie wieder. Weiterhin regnet es. Es ist hier aber Sonne gemeldet. Das heißt, wahrscheinlich haben wir in der nächsten Runde einen Airstrike zur Verfügung. Und den werden wir auch brauchen. Jetzt schauen wir hier mal vorbei. Das hier ist keine Raketenwerferstellung. Das heißt, wir können unseren Helikopter hier wohl nach Hause bekommen. Und hier schauen wir noch nach Westen. Okay, und da werden wir unsere Basis jetzt hier errichten. Die Infanterie wird jetzt hier dann noch versorgt. Okay, die könnte sich jetzt dann hier auch selbst versorgen in der Basis. Und der Helikopter fliegt eben dann auch dorthin. Ja gut, okay. Müssen wir aufpassen, dass man mit dem zweiten keinen zweiten Hit abbekommt. Okay. Wer hat sich noch nicht bewegt? Hier diese Infanterie. Ja, kann nach Nordosten marschieren. Hier auch einmal müssen wir hier unten versorgen. Hoffen, dass jetzt hier wieder kein Raketenwerfer steht. Das ist der Fall. Und ihn versorgen wir noch hier die Green Berets. Die können sich hier bald in der Basis versorgen. Kriegen die da oben noch einen Nachschub. Was wir auch gesehen haben, die Einheit, die unseren Helikopter beschossen hat, ist direkt danach in den Dschungel geflüchtet. Das ist normal. Die Vietcong-Truppen werden entweder besiegt oder sie kommen aus dem Kampf und verziehen sich direkt in den Dschungel und sind dann dort nicht mehr auffindbar. Okay, jetzt hier fliegen wir zurück, weil wir könnten jetzt hier auch den Helikopter auftanken, macht aber keinen Sinn, wir müssen ihn reparieren und das geht nur in der Heimatbasis. All units have been given orders. So, jetzt langsam haben wir schon 10 gegnerische Einheiten auf dem Brett. Und hier sehen wir jetzt auch wieder diese Raketenwerferstellung. Das heißt, wenn der Helikopter jetzt hier in diese 3 Felder Reichweite reinfliegt, dann würde er auch wieder einen Treffer abbekommen. Das wäre schlecht. Jetzt die Frage, wir haben einen Airstrike, den werden wir jetzt auch benutzen. Die Frage ist, ob wir damit hier die Raketenwerferstellung angreifen oder die Jungs hier im Dschungel. Wir haben hier halt nur das 67%, die können wir erhöhen. Mal mit dem hier in die Nähe ziehen. 71%, ja, das versuchen wir. Genau. Wir haben quasi die Vietcong-Einheit ausgeschaltet, bekommen hier in der Nähe des Dorfs einen Beliebtheitsbonus und bekommen Political Support von 1000 und die werden in neue Einheiten theoretisch investieren können. So, das heißt, wir können den Airstrike, könnten, hier haben wir auch eine Stellung,
könnten den Airstrike jetzt auch hier oben oder in der Nähe unserer Basis hier durchführen. Wir haben hier aber noch eine Infanterieeinheit, die sich hier drum kümmern kann. Okay, jetzt sind wir hier natürlich 75% natürlich selbst erwischt worden. Das heißt, die Infanterie muss auch nach Hause zum Reparieren. War nicht so gut, also der Airstrike kommt dann hier im Norden. Getroffen, gibt auch wieder Support von 1000. Und der Green Beret. Ja, lohnt sich hier einmal nach Minen zu schauen? Vielleicht lohnt sich's, wir schauen einmal. Okay. Da kann man natürlich übervorsichtig sein, aber lieber einmal zu oft geschaut als einmal zu wenig bei Minen. Okay, der Engineer könnte jetzt hier Straße bauen. Das werden wir auch machen, das heißt, wir fahren mit dem zurück zu unserer Heimatbasis. Das ist auch die einzige Einheit, die anhält, wenn sie auf ein Minenfeld zufährt. Das heißt, der hat quasi eine automatische Minensuchfunktion. Mit den Infanterieeinheiten muss ich eben das immer direkt auswählen als Aktion. Sonst laufen die ins Minenfeld, auch die Green Berets. Okay, können wir uns was Neues leisten für 3400? Ein Chinook wäre schön. Ein Panzer ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ein Panzer, mit dem wir hier die Nordroute kontrollieren können. Ja, wir kaufen mal einen Panzer. Panzer hält 6 Runden durch und kann auch nur vom Engineer aufgetankt werden. Aber wir können ihn vielleicht hier in der Basis stationieren. Und da kann er auch mit Fernangriffen schon ein bisschen was anrichten. So, natürlich haben wir auch hier unser Geschütz. Wir haben jetzt hier auch noch nicht viel gesehen, auf das wir schießen können, was innerhalb sich unserer Geschützreichweite bewegt. Das heißt, vielleicht transferieren wir auch das Geschütz hier in die Firebase. Das hat nur ein Problem. Das hat 4 Geschosse und die müssen auch wieder Nachschub aufgefüllt werden aus dem Hauptdepot per Helikopter. Rechtzeitig fliegen wir den gleichen Weg zurück und geben wieder ab. So, sehen wir Gegner? 9 Stück gibt es insgesamt. Wir sehen keine. Gehen jetzt hier mal. Okay, hier befindet sich niemand. Hier lassen wir uns abholen zur Heilung. Die Infanterieeinheit hier braucht auf jeden Fall auch ein Heli mit Supplies. Aber das werden wir bekommen, wir haben ja hier einen. Und hier ist auch wieder ein kleines Feuerchen, das heißt, vielleicht gibt es auch Neuigkeiten über feindliche Aktivitäten hier in der Gegend. Überall, wo so ein Feuer brennt, kann man durchaus mal schauen. Low on supplies. Ja, den tanken wir hier auf und den tanken wir auch auf und reparieren hier gleich. So, jetzt die Frage, wohin bewegen wir uns mit denen hier? Ich würde sagen, also hier, wir wissen ja schon, dass hier Vietcong-Einheiten entstanden sind. Das heißt, eigentlich könnten wir hier in der Nähe bleiben. Wenn wir jetzt weiterziehen, dann richten halt die Einheiten hier Schaden an. Die gehen halt in die Dörfer, legen Minen und schüchtern die Bevölkerung ein. Und wenn wir hier zwischen diesen Dörfern hier pendeln, ist wahrscheinlich das Sinnvollste, was wir mit den Jungs hier anstellen können. Wir müssen sie halt dafür auch aus der Luft versorgen. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, sie sind mitten im Dschungel. Das heißt, die können hier auch nicht vom Helikopter abgeholt werden. Wenn wir hier eine verletzte Einheit haben, haben wir ein kleines Problem, weil die kommt da nicht so leicht wieder raus. Die muss sich dann zu Fuß rausbewegen auf das nächste Feld, wo sie abgeholt werden kann. Bei dem Korn hier geht es auch nicht. Ja. Und dann, ja, wäre schlecht. So, jetzt haben wir hier ein Minenfeld. Ein Minenfeld, das werden wir hier direkt mal erledigen. Aber vorher ziehen wir hier noch die Engineer-Einheit. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Und machen das Minenfeld weg. Gibt hier 1, 2, 3, 4, 5 grüne Herzen. Das mögen sie sehr gerne, wenn die Minen entfernt werden. Wenn man in die Minen reinläuft,
ist es natürlich auch nicht gerade ein toller Vertrauensbeweis von den Amerikanern. Okay. Hier den Green Beret mit. Den könnten wir fast sogar in der Nähe der Homebase patrouillieren lassen, weil wir hier ja auch unser Geschütz haben. Mal vielleicht hier in der Nähe von dem Dorf und dann wieder Richtung Südosten laufen lassen. Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Hier ist auch schon jemand. Wir haben unseren Airstrike, den wir verwenden könnten. Der hier brauchen wir. Wenn wir den hier müssen wir jetzt mit Versorgung ausstatten. Hier in der Firebase. Und das ist die Frage. Okay, jetzt haben wir hier auch jemanden gefunden. Die könnten bis ins Dorf kommen. Die hier allerdings auch. Das ist hier aber eine Raketenwerferstellung. Das sind immer die zwei mit diesen Panzerfäusten. Das sind immer die Raketenwerfer. Wahrscheinlich werden die eher ins Dorf reingehen. Wir machen den Airstrike im Süden, weil wir hier auch die Einheiten so schlecht reparieren können. Okay, haben wir nicht getroffen. Hat im falschen Feld eingeschlagen und die wird kommen, verstecken sich direkt. Okay. Okay. Hier könnten wir tatsächlich. Nehmen wir das Geschütz mit. Wir lassen es mal nochmal da. Und machen hier eine Supply Mission. Pre-Supply Mission commenced. Ah, das. Ja, super. Ja, ich habe natürlich die Einheit gesehen. Ja, das ist halt das Dämliche, ne? Ich kann einfach den Pfad nicht auswählen, wenn ich hier eine Supply Mission mache. Das ist einfach ärgerlich. Ich wäre natürlich niemals hier durchgeflogen, aber. Ja, sehr ärgerlich. Okay. Aber natürlich trotzdem mein Fehler. Dann warten wir hier noch eine Runde. Die Green Berets laufen ins Minenfeld. Super. Okay, läuft nicht so gut. Aber das lässt sich alles noch beheben. Vorsichtig sein. Also hier, wir können natürlich jetzt hier nochmal nach Minen suchen. Wahrscheinlich war aber genau ein Minenfeld. Wir sind genau da reingelaufen. Okay, wir haben noch eins gefunden. Das ist gut. Und hier laufen wir wieder, wie gesagt, zurück. Möglicherweise befinden sich ja auch Minen. Und keine da. Aber Vietcong-Soldaten sind da. Können wir nächste Runde vielleicht mit dem Airstrike erwischen, wenn das Wetter passt. Es sieht aber nach Regen aus. Na gut. Okay, Infanterie. Lass mal hier dann mal nach. Verleg mal hier mal ein bisschen nach Westen. Die Infanterie muss abgeholt werden. Die Jungs hier. Schau mal nach Minen. Auch wieder ein Minenfeld gefunden. Das ist sowas Typisches, wenn man das zum ersten Mal spielt, dann denkt man sich, wieso soll ich hier nach Minen suchen? Ich finde nie welche. Und läuft dann auf die Ortschaften einfach zu und ja, tappt dann jedes Mal in so ein Minenfeld rein. Ja, den müssen wir abholen. Den Greenberry. Dann machen wir eine Resupply Mission hier. Hoffen, dass da oben kein Raketenwerfer steht. Und nehmen auf dem Rückweg den Greenberry mit. So. Ach, der kann jetzt hier seine Resupply Mission nicht fortsetzen? Oh, kann er. Kann er, ja. Okay, und nächste Runde, der ist jetzt hier im Ort. Da kann er wahrscheinlich. Jetzt nehmen wir hier erstmal die beschädigte Einheit mit. Nein, ach, jetzt. Falsch gemacht. Und jetzt können wir natürlich niemanden mehr einladen, wenn wir aufs falsche Symbol geklickt haben. Ja, das sind einfach kleine Ärgerlichkeiten in der Steuerung, die das Spiel durchaus hat. Wir sind jetzt schon über die zweite gestolpert.
ja, muss man im Spiel durchaus ankreiden, solche Geschichten. Aber ja, gut, ist eben kein Mega-Budget in das Spiel geflossen. Das sieht man in so Geschichten wie in so Interface schon. Aber das Spiel an sich funktioniert ziemlich gut. So. Hier unten wissen wir schon, dass zwei Einheiten stehen. Und es regnet leider, das heißt, wir erwischen sie auch nicht. Können uns hier noch ein bisschen dran schleichen. Hier ist die Raketenwerferstellung da unten. Dann ist doch hier oben bestimmt keine. Wir nehmen aber mal. Ja. Fliegen mit dem nach Hause. Wie viele gegnerische Einheiten gibt es? Es gibt jetzt 10 Stück und eine Basis gibt es auch schon, der Nordvietnamesen. Und wir sehen hier 250 Political Support per Turn. Das ist das, was uns die Basis kostet, solange sie auf der Karte ist. Also das heißt, wir zahlen jede Runde, verlieren jede Runde 250 Unterstützung für jede Basis, die auf der Karte ist. Es können auch mehrere werden. Gegen die müssen wir vorgehen. Schauen wir gleich mal. Was haben wir gefunden? Die Basis. Okay. Oh, die ist relativ bald in Reichweite von unserem Panzer. Den müssen wir aber auf jeden Fall auf irgendeine Art auftanken. Und da brauchen wir eigentlich unser Engineer dafür. Den wollte ich jetzt hier eine Straße bauen lassen. Aber das Projekt ist vielleicht schon wieder gecancelt, weil es geht immer nur ein Feld pro Runde zu bauen. Und der Panzer hier muss definitiv aufgetankt werden. Und das ist hier auf jeden Fall diese Ziele, auf jeden Fall auch ein Grund, hier unser Geschütz hier mit nach Westen zu verlegen, die Basis. Okay, dann, das heißt, wir fangen mal an, die Straße hier zu bauen und lassen das Geschütz die schwere Arbeit verrichten. So. Okay, den Green Beret müssen wir mitnehmen. Er muss in die Main Base. Der hier. Ach, der nimmt die beschädigte Infanterie mit. Und die Infanterie hier. Ah, bewegt sich. All Units have moved, okay. Hier bauen wir nächste Runde in Emergency Supply. Da kommen wir nicht mehr rechtzeitig mit dem Helikopter runter. Das machen wir dann aber auch erst nächste Runde. Und hier haben wir Vietcong-Einheiten und Nordvietnamesen. Das ist jetzt hier aber gar nicht so schlecht, weil wir haben ja hier auch einen Panzer. Und der ist gar nicht so schlecht im Kampf. Stellen wir hier mal in die Basis, lassen hier einmal feuern. 83% klingt nicht schlecht. Ja, Airstrike geht leider nicht. Aber nicht weiter tragisch. Green Beret Einheit ist hier auch getarnt. Das ist grundsätzlich bei der Einheit der Fall. Das heißt, die wird auch manchmal natürlich angegriffen, wenn durch Zufall eine Einheit auf das Feld zieht. Die wird aber nicht gejagt. Sonst würde jetzt auch hier die Basis schon auf uns feuern. Ich glaube, die Basis hat auch einen Feuerradius von 3 Feldern und attackiert alles, was sich in den Radius reinbewegt. So, hier müssen wir die Jungs ausladen und heilen. Hier kommen wir nicht ganz zurück. Ja, okay, sind wir eben erst nächste Runde da, ist aber schlecht. Und wir wollen ja auch unsere Artillerie mitnehmen. Okay. Aber wir könnten natürlich hier ausladen. Und dann kann die Infanterie den letzten Schritt in die Basis selbst machen. Und der Heli, ja genau, das ist vernünftig so. Okay, Engineer kann ein Stück Straße wieder bauen. Oder hier den Dschungel abholzen. Das dauert länger, aber wir machen das mal. Ja. Okay. Und die Jungs hier dürfen sich auch noch bewegen. Genau, jetzt müssen wir hier den Emergency Supply machen. Für 500.
Ja, das ist auch keine Überlegung, weil die Einheit kostet zwar nur 1000, allerdings stand das hier zu Beginn, die Infanterie, wenn die zerstört wird, kostet es nochmal 1000 Political Support, weil da eben ja, viele junge Leute sterben und das sieht man natürlich in Amerika in der Heimat nicht so gerne, das ist klar. Und die Leute werden jetzt hier, ich habe kaum verhindern können, hier ins Dorf marschieren und Ärger machen. Außer das Wetter wird schnell besser. Müssen wir jetzt ein bisschen drauf hoffen. Aber es sieht nicht so danach aus. Okay, wir haben jetzt hier auch einiges bezahlt für Reparaturen und Heilung. Und hier unten im Süden ist ganz schön was los und wir haben immer noch keinen Airstrike. Wir gehen mal einen Schritt und schauen mal nach Minen. Keine da. Da stehen die Jungs. Ah, der Panzer ist auch voll aufgetankt in der Basis. Das ist natürlich super. Dann brauchen wir den Engineer hier gar nicht. Das ist sehr gut. Und können natürlich hier feuern. Ah, sind aber zu weit weg. Wir fahren mal ein Feld drauf zu. Und nehmen natürlich hier die 73%. Sehr gut. Stellen uns wieder zurück in die Basis. Ohne die Green Beret Einheit würde das hier alles nicht funktionieren. Da würde ich hier keine Feinde sehen. Der Panzer hat eine Sichtweite von 0, ich würde hier nichts sehen. Und dadurch, dass der Green Beret da ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit, die Feinde hier aufzuspüren. So, schauen wir nochmal nach Minen oder schauen wir nicht? Wir schauen nicht. Gut, aber wir schauen jetzt im Ort dann nochmal nach Minen. So, den Infanterie. Ja, da können wir hier unten beim Ort schauen. Da war auch schon länger keiner mehr. Da müssen wir aber auch vorsichtig sein, da können natürlich auch Minen liegen, das hat ja schon lange keiner mehr besucht. Wir versuchen mal hier zwei Felder neben das Ort auszuladen, ohne direkt ins Minenfeld zu laufen. Das scheint funktioniert zu haben. Und jetzt Clearing for Mines. Keine Mine da. Höchstens vielleicht auf der linken Seite, auf der westlichen Seite des Dorfs. Und da schauen wir dann in der nächsten Runde. Da muss man einfach ein bisschen paranoid sein. Okay, hier bauen wir ein Stück Straße. Und ja, wir nehmen unseren Green Beret. Sollten wir auch von unserer Basis aus operieren lassen oder wir lassen ihn hier vielleicht, hier im Norden waren ja auch Einheiten. Ja, den können wir da auch zu Fuß lang schicken. Nee, zu Fuß wäre noch schöner. Stück nehmen wir schon mit. Aber viel ist da oben nicht los. Viel ist nicht los. Wir sehen hier auch, weht auch schon die amerikanische Flagge in dem Ort. Hier im Süden ist ein Ballungszentrum und hier im Nordwesten gerade. Den Rest von der Karte kennen wir ja kaum. Okay, Panzer. Fertig. Und hier nehmen wir noch unseren Howitzer mit. Ja, wenn das Wetter besser ist, ist er nächste Runde da. Das wäre natürlich schön. So, wir sehen also, wir haben einige Einheiten im Spiel. Sind nicht sehr viele, aber unsere drei Transporthubschrauber sind natürlich schon ganz gut ausgelastet. Das ist auch der ganze Schlüssel zu dem Spiel, ist eben die ganze Logistik mit den Hubschraubern, sichere Wege finden und die Einheiten rechtzeitig versorgen. Das heißt, wenn wir jetzt noch weitere Einheiten bauen würden oder anfordern würden, bräuchten wir auf jeden Fall auch einen vierten Hubschrauber. Gerade der Chinook mit der höheren Reichweite ist natürlich auch eine angenehme Sache. Okay, schauen wir, was passiert. Hier noch feindliche Einheiten. Jetzt haben wir auch wieder einen Airstrike zur Verfügung und können jetzt hier Gegner angreifen. Ja, 72%. Ja, es ist eigentlich gut, würde ich jetzt hier eigentlich blind machen. Nur wenn ich eben jetzt hier einen Treffer kassiere, die Jungs kommen aus dem Dschungel wahrscheinlich nicht mehr raus. Ich habe es aber da rein manövriert, deswegen na, ist jetzt gute Frage. Alternative wäre auch gewesen, hier nur mit Airstrikes und dem Green Beret zu arbeiten, aber die Infanterie kann nichts ab und zu das Dorf besuchen. Man sollte vielleicht nicht unbedingt mit denen angreifen, aber gut, jetzt schauen wir erstmal.
Wir kommen hier direkt an. Das ist gut. Dann schauen wir mal, wie weit die Artillerie feuern kann, ob sie die Basis zerstören kann. Auch für die Basis reicht auch ein Treffer. 66%. Wie alles versuchen wir. Sehr gut. Gibt hier überall Beliebtheit. Die zerstörte Basis spart uns natürlich diese 250. Es gibt auch schon wieder eine zweite Basis, wie man hier sehen. Also müssen wir die jetzt als nächstes aufspüren. Dann laufen wir hier mal lang. Direkt ins Minenfeld. Ja. Was haben wir gesagt über Paranoia? Sollte man natürlich sein. Und das nächste Problem ist, hier sind eben auch noch die Einheiten stationiert, die wir jetzt nicht sehen. Wir können aber mit unserem Panzer auch einfach durchfahren oder drauf uns bewegen. Ja. Und dann kämpft die automatisch, möglicherweise mit einem leichten Kampfmalus, aber der Panzer ist eigentlich ziemlich stark. Passiert eigentlich nichts. Ja, jetzt müssen wir jetzt zur Sicherheit auch nochmal nach dem Minenfeld suchen. Wir wissen, dass hier oben im Dschungel keine liegt. Oder wir holen direkt mit dem Helikopter ab, das werden wir am ehesten machen. Ja. Nehmen wir nächste Runde mit. So, was haben wir hier? Engineer, Clear Jungle. Und hier machen wir unseren Airstrike. Aber erwischt, sehr gut. Und hier könnte ich auch einen Ambush machen. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich gibt, das auch einen Kampfbonus. Wenn die jetzt hier in unsere Reichweite ziehen, dann wird man sie jetzt automatisch angreifen. Ich nehme an, dass es einen Bonus gibt. Keine Minen. Okay, der braucht Resupply. Minenfeld entdeckt. Sehr gut. Und wir schauen. Hier ist nichts. Im Süden ist ja ziemlich tote Hose, also das können wir wahrscheinlich ziemlich ignorieren. Hier ist auf jeden Fall ein Teil des Ho Chi Minh Pfades, auf dem die Gegner erscheinen. Und hier unten ist auf jeden Fall auch eine Quelle. Da oben ist auch eine. Hier kamen auch schon Gegner. Und hier im Westen. Hier in der Nähe dieses Ortes wahrscheinlich auch. Okay. Nochmal nach Minen schauen. Okay, sieht gut aus. Der kann gleich wieder Supply Mission machen. Resupply Mission commenced. Political Support ist wieder bei 3400, also wir könnten uns jetzt theoretisch auch nochmal hier so einen Kampfhubschrauber zum Beispiel leisten. Aber ich glaube, das nächste Projekt ist fast ein Chinook für 4000. Ist wahrscheinlich noch mehr wert. Muss eben die gute Balance finden zwischen Kampfpower und Aufklärung und ja, Versorgung. Missionaries have no orders. Alles gut hier. Ach ne, der da hier. Ja, das stimmt. Der muss nach Hause. Okay. Insgesamt 12 feindliche Einheiten und eine Basis. So, hier haben wir den da unten. Ja, der wartet auf uns. Aber dann ziehen wir hier einfach mal vorbei. Der braucht Supply. Der muss in diese Runde kriegen. Die Infanterie hier, die nehmen wir wieder mit auf dem Rückweg. Ah, hier ist noch eine feindliche Einheit aufgetaucht. Die können wir hier tatsächlich angreifen. Wenn wir hier jetzt einen Hit kriegen sollten, da können wir die Infanterie auch gleich wieder abholen. Gut, haben wir erwischt. Sehr schön. Okay, ist auch die Frage, wo sie herkamen. Wahrscheinlich auch wieder hier aus dem direkt aus dem Urwald. Okay, hier können wir hochlaufen. Ah, das war natürlich falsch. Wir wollen den doch mitnehmen. Wir wollen den doch mitnehmen. Mitnehmen. Muss in die Heimatbasis eben zur Heilung. Hier sind wir ja, genau, einmal Supply für die Infanterie und die Green Berets hier,
Wir müssen unbedingt zu der Basis, damit wir hier Feinde aufspüren können. Okay, der Panzer bleibt mal da, weil hier blind rausfahren ist einfach zu gefährlich. Es könnten Minen sein auf der Straße. Ja, wenn wir direkt in Feinde reinlaufen, passiert nicht viel. Aber, ja. Okay, der Engineer muss auftanken. Und das war's. Ja, super. Wie schnell man sowas übersehen kann. Jetzt fahren wir gleich in die nächste Stellung rein wahrscheinlich. Nee. Okay, müssen wir den wieder reparieren. Schlecht. Dann lieber angreifen. Ja, die haben echt eine große Reichweite mit drei Feldern. Okay, 10 Einheiten. Wir müssen ja auf jeden Fall den Green Beret zu der Basis bringen, weil die ja gerade blind ist. Und hier nach Möglichkeit in kein Minenfeld reinlaufen. Ja, vielleicht einmal Supply tanken. Ja, das sollte man machen. Ob ich den Zug einfach beende oder ob ich jetzt dann nochmal das Minensuchgerät anwerfe, das ist egal, deswegen mache ich es dann eben an. Okay, Infanterie. Aber da hoch. Die Infanterie können wir mit aufsammeln. Die sammeln wir hier direkt auf. Reicht der Weg? Reicht wahrscheinlich nicht mehr ganz. Ach, reicht noch, sehr schön. Wunderbar. Ah, mega effizient. Natürlich kann man hier jetzt auch Kästchen zählen und ähnliches, aber ja. Die Mühe mache ich mir jetzt dann hier nicht. Außerdem mit 47 Punkten stehen wir aktuell gar nicht so schlecht da. Am Anfang geht es immer ein bisschen runter. Straße. Straße bauen, wie man sieht, ist ein sehr ja, schwieriges Unterfangen und die wird dann auch dauernd vermint und ja, aber. Sinnvoll ist es schon, weil die Einheiten sind halt bewegt, sind wirklich schnell auf der Straße. Ah, wir haben die Basis gefunden. Da werden wir sofort unseren Airstrike draufjagen. Ah, es sind auch zwei Basen wieder da. Sehr schön. Und wir haben sie erwischt. Schauen wir mal mit unserem Green Beret, was da so... Okay, weiter nichts. Interessant. Die Frage, leisten wir uns einen Transporthubschrauber, leisten wir uns was anderes? Leisten wir uns einen vierten Green Beret? Einfach um mehr von der Karte abdecken zu können, sehen zu können. Ja, es ist wahrscheinlich das Sinnvollste fast. Wir brauchen aber auch Hubschrauber. Also kaufen wir die Runde erstmal noch nichts. So, hier gab es wieder einen Malus, das heißt, hier sind irgendwo Feinde in der Nähe gewesen. Ja, ohne Green Berries sind wir halt einfach blind. So, hier räumen wir den Dschungel wieder auf. Und hier einmal Minen suchen. Keine Minen gefunden. Hier wieder... Ja, bei Regen wird es wieder auf den Emergency Supply rauslaufen. Weil wir kommen wieder nicht rechtzeitig runter. Bei normalem Wetter wären wir runtergekommen, bei Regen nicht. Also wieder 500 bezahlen. Das ist da unten wirklich ein teures Unterfangen. Aber wir sind hier relativ beliebt. Die rote Flagge, die vietnamesische, ist hier schlecht. Die Army-Flagge hier ist aber natürlich gut. Hier laden wir ab. Und tanken den Heli auf. Und der nimmt nochmal eine Infanterie mit. Und zwar Richtung... Ja, hier Richtung nächste Basis. Ja. Moving to LZ. Fliegen wir oben lang. So, und hier. Der Howitzer hat noch drei Schuss. Lass mal den Green Beret mal loslaufen. Contact. Und haben einen Kontakt. Und das ist ein Fall für unseren Panzer. Fire support inbound. All clear in this.
Genau, die Einheiten haben ja auch so ein Erfahrungslevel, das heißt, wenn die häufiger kämpfen, gewinnen die auch an Erfahrung hinzu, werden kampfstärker. Ja, das ist aber kein so wirklich großer Effekt mit dem Spiel. Es gibt ja Spiele, da ist die Kampferfahrung alles, die ist unbezahlbar. In dem Spiel, ja, naja. Man merkt es leicht, aber ob es die Wahrscheinlichkeit 71 oder 74% ist, dass ich einen Kampf gewinne, ist jetzt auch nicht unbedingt kriegsentscheidend. So, hier können wir nochmal. Braucht jemand Supply? Der da unten, die da unten. Nicht so unbedingt. Die Infanterie können wir bald wieder abholen. Ja, wir fliegen mal zurück in die Main Base. Have been given orders. Okay, hier oben wieder Feinde entdeckt. Wir wissen ja auch noch nicht, wo die letzte Basis ist. Natürlich interessant zu wissen. Vielleicht ist sie da im Norden, wenn die Feinde daher kommen. Schauen wir mal, was der zu einer Salve aus dem Panzer sagt. Jawohl. Hier bauen wir die Straße aus. Green Beret. Minen haben wir, glaube ich, letzte Runde geschaut. Hier. Laufen wieder Infanterie weiter. Ja, das hier unten dürfen wir nie ganz außer Acht lassen. Es ist verlockend, hier nach Westen weiterzulaufen und sich um anderen Dörfer zu kümmern. Aber dann brennt es halt hier richtig. Also, wir könnten das, ja, vielleicht sollten wir es einmal tatsächlich machen. Irgendwann kriegen die auch mal einen Treffer und müssen geheilt werden. So, der hier. Ja, den lassen wir mal in das Dorf rein. Infanterie wäre jetzt nicht ganz ins Dorf gekommen. Jetzt lade ich sie eben ein, fällt neben dem Dorf aus. Und jetzt kommt sie rein. Und dann müssen wir mal schauen, wo sie dann auch operieren. So, nächster Green Beret. Im Süden haben wir einen, hier haben wir einen. Ach, und das ist eine normale Infanterie. Also hier im Norden braucht man nicht unbedingt. Hier im Dschungel könnte man rumlaufen lassen. Wir könnten ihn hier rumlaufen lassen, aber wir wollen eigentlich auch zur Basis verlegen und von da mal Richtung Süden am Fluss entlang ein bisschen kundschaften. So. Infanterie. Laufen wir hier lang und zurück. Infanterie laufen wir ein Feld. Und dann müssen wir eigentlich hier schon wieder nach Minen schauen, weil hier waren auch schon wieder Gegner und hier kann auch schon wieder vermint sein. Im Süden kommen wieder Gegner. Wir schauen mal hier auf die Uhr. Wir haben Zug 20 von 45. Wir haben drei nordvietnamesische Basen auf dem Feld. Die müssen natürlich verschwinden, die kosten uns eben viel Geld. Und ja, deswegen vielleicht auch die Frage, warum gebe ich denn mein Geld hier nicht aus? Man kann auch ins Minus rutschen und man kann das Spiel dadurch theoretisch auch verlieren. Das kann man auch optional einstellen, diese Regel. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was eingestellt ist. Aber okay, jetzt sind noch mehr mitkommen. Da werde ich einen Airstrike brauchen, aber ich kann gerade nicht. Da wäre jetzt auch hier ein Helikopter nicht schlecht, so ein Kampfhelikopter. Den sollten wir uns fast ordern. Kostet 3000. Aber mit dem Airstrike können wir nur eine Gruppe auslöschen. Ja, das Wetter wird schön. Wir kaufen uns mal so ein Heli und hoffen, dass hier kein Raketenwerfertrupp steht. Das ist gut. Und nächste Runde werden wir mit dem hier einen Trupp killen. Ja, der andere kommt hoffentlich noch nicht rechtzeitig ins Dorf. Dann könnte hier auch, ja. Ja, warum soll man sein Geld nicht ausgeben, wenn es minus rutscht, kann man eben das Spiel dadurch auch verlieren, ja, ich jetzt gesagt. So, schauen wir hier im Norden ist eigentlich nichts mehr los. Da kamen aber die Nordvietnamesen her. New Intel Report. Okay, haben nichts gesehen. Mal, ja,
Gucken wir mal einfach nach Westen. Ausladen kann ich ja hier nicht, weil hier ein Fluss ist. Running low. Running low. Ja. Ja, fliegt zurück. Need a resupply. Resupply kriegst du. Aber erst versorgst du dich immer die Infanterie da oben. Embarking supplies. Und du baust die Straße weiter. Constructing road. So. Und die nächste VC-Einheit. Mhm. Ah, gut, das war unser Heli da. Heli angefordert haben. Okay, jetzt wird sie tatsächlich langsam etwas gefüllt. Immer noch 10 Einheiten, 3 Basen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier im Nordosten weiter nach der Basis suchen soll. Ah, da ist die Karte zu Ende, ne? Das ist natürlich Quatsch. Da müssen wir ihn da oben hier wieder abholen. Und mit dem hier laufen wir dafür weiter nach Süden. Okay, nix los. Nix los. Mhm. Ah, okay, der Panzer sieht nix. Hier aber werden wir jetzt mal uns um die Jungs kümmern. Der hat 3 Felder weit. Okay, das macht nix. 2 Felder weit können wir hier feuern. Haben wir natürlich nicht getroffen. Ja, auch der Kampfhelikopter kann auch in direkten Kampf verwickelt werden, ähnlich wie unser Panzer vorhin. Da ist er aber signifikant schlechter als auf Distanz. Also mit dem muss man tatsächlich schauen, dass man immer auch möglichst auf Distanz kämpft. So wie wir das jetzt eben gemacht haben, ist natürlich keine Garantie, dass es dann auch funktioniert. So, hier greifen wir auch an. So. Das war auch bitter nötig. Ja, den nehmen wir hier auch gleich mit nächste Runde. Und hier müssen wir Supply machen für unsere Infanterie. Die hält nur noch 2 Runden durch. Ja, also den Süden haben wir einigermaßen unter Kontrolle. Der Norden hier sieht auch gar nicht schlecht aus. Der Westen der Karte, da sind halt noch Basen von Nordvietnamesen und die müssen wir auf jeden Fall finden. Wir arbeiten uns jetzt hier langsam vor. Mit Unterstützung von unserem Panzer. Und da werden wir schon zu einem Ergebnis kommen, wie man so schön sagt. Hier der Heli kann mal in der Nähe der Queen Berries bleiben, da dürfte am wenigsten passieren. Okay. All units have been given orders. Okay, Runde 22. Fast Halbzeit. Es steht bei 47. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, der hier darf einmal Indirect Fire machen. Das gibt's ja nicht. 79% ist nicht so viel anscheinend. Oder ich habe in Mathematik schlecht aufgepasst. Hier kriegt der mal eine Haubitze ab. Sehr schön. Hier müssen wir auch Richtung Basis. Den müssen wir abholen. Das können wir direkt machen. Moving to LZ. Ja, der kann ja nach hier laufen. Und dann sich hier durch den Dschungel schlagen. Contact. Contact. Okay, jetzt haben wir unsere Haubitze abgefeuert. Ein Airstrike haben wir noch. Der ist hier aber fast ein bisschen schade. Wir haben dann noch hier unseren Panzer. Können wir hierher fahren? Könnten Minen sein, aber sind keine. Okay. Hätten wir jetzt hier nicht getroffen, die Nordvietnamesen sind etwas organisierter, die zerstreuen sich nicht sofort in den Dschungel, sondern die ziehen sich dann einfach ein Feld oder zwei zurück, wenn sie angegriffen und nicht getroffen wurden. So, die Infanterie mal mit. Und verlegen sie nach, ja, nach Westen. Aircraft on ground.
Ja, die Brücke ist ja. Also die Straße ist ja fast fertig. Sieht ja gar nicht so schlecht aus, richtig zivilisiert. Hello. So, jetzt müssen wir hier, da brauchen wir Supplies. Clear in mines. Minen sind keine da. Wir müssen hier auch den Heli auftanken. Need a resupply. Der Heli muss getankt werden. Den können wir hier oben wahrscheinlich tanken. Jawohl. Infanterie. Ja, da besuchen wir jetzt dann die Ortschaften hier. Da werden wir es doch über 50 schaffen. Also über 50 mal erstmal, um nicht zu verlieren. Über 60 natürlich, um eine Decisive Victory zu holen. Das wollen wir natürlich probieren. Aber jeder Hit ist natürlich schlecht. Jeder Hit ist natürlich schlecht. Da haben wir wieder nicht gut aufgepasst. Ja, hier muss noch ein Green Beret im Dschungel rumlaufen. Da haben wir jetzt hier im Westen zwei. Hier haben wir noch einen dritten. Ja, wir brauchen noch einen. Und einen Helikopter brauchen wir eigentlich auch noch, einen Chinook. Aber solange es noch drei Basen gibt, werden wir uns die niemals leisten können. Okay, schauen wir mal weiter nach Westen. They've set up a base. Und wir probieren doch gleich mal, ob wir die nicht erwischen. Die feuern zuerst, der Panzer ist aber sehr stark. Und wir haben sie erwischt. Okay. Was machen wir mit dem Panzer? Fahren wir erstmal zurück. Vielleicht, nee, wir fahren nicht zurück. Ja, ist die nächste Runde bei 4. Ah, da wird er bestimmt noch was finden zum. Wir lassen ihn mal da stehen und fahren mal hier. Hier ist nämlich auch noch Einheiten. Und das ist jetzt ein Kandidat für den Heli. Aber der muss natürlich, wenn es regnet, auch wieder zurückkommen. Es ist ein bisschen bewölkt gemeldet und dann Regen. Ja, dann musst du natürlich, ja, hier und dann feuern und wieder zurück. Das müsste doch gehen. Vielleicht macht er irgendwann auch nochmal einen Treffer. Das dritte Ziel, was er verfehlt. Okay. Hier, was ist der hier? Ja, der muss mal die Green Berries hier supplyen. Und die da unten brauchen auch. Ja, das ist noch wichtiger. Das ist noch wichtiger hier. Uns kostet es wieder 500. Und ganz so dick haben wir es dann auch nicht. Du kriegst ein Resupply, aber auch noch nicht. Erst die Green Berries auftanken. Und zurück. Ja, da darf jetzt niemand stehen. Und wieder ein Helikopter repariert. Die Brücke hier ist fertig. Okay. Jetzt könnten wir hier. Natürlich wäre es jetzt hier auch wieder selbstmörderisch, hier entlang zu fahren mit dem Panzer, weil hier leicht Minen liegen können. Aber okay. Oft genug besprochen. Ja, ziehen wir hier mal. Okay. Aha, den müssen wir uns merken, dass der da steht. Oder wir machen jetzt hier ja, jetzt machen wir den Airstrike. So. Einmal Minen checken. Gut. Ja, die größte Hilfe wäre natürlich, wenn einem die Einheimischen sagen würden, wo die Minen liegen. Aber das wissen sie eben nicht. Deswegen muss man froh sein, wenn sie uns verraten, wo sich die Gegner befinden. Okay, hier sind wieder Gegner. Sehr schön. Die gleichen. Einmal feuern. Auf die Panzer ist Verlass. Hier ist auch Minen relativ gefährlich, würde ich sagen. Kontakt. Gerne hier nach Minen mal suchen. Wir haben hier auch dieses Symbol, dieses ARVN. Das sind quasi ja, einheimische Vietnamesen, die von den Amerikanern trainiert werden. Das kann ich in der sogenannten Forward Base machen. Also ich habe jetzt hier ja, diese Firebase, von der aus ich auch
alle meine Truppen versorgen kann. In der Forward Base, da werden keine Versorgungsgüter zur Verfügung gestellt. Allerdings kann ich dort unter anderem auch diese einheimischen Truppen ausbilden. Die sind im Kampf etwas schlechter als amerikanische Infanterie, funktionieren sonst genauso, haben allerdings bessere, höhere Wahrscheinlichkeiten, hier Informationen von den Einheimischen zu bekommen. Ja, das ist es eigentlich. Ich glaube, die kosten kein Geld, die kosten nur Zeit, weil sie eben von den Green Berets ausgebildet werden. Ja, ist aber. Ja, brauche ich eben erst so eine Forward Base dazu, kann ich hier jederzeit eine bauen, spricht nicht viel dagegen, vielleicht machen wir es auch, weil unser Engineer ist jetzt ja hier fertig, der muss nur auftanken. So, der braucht Supplies, aber der kriegt sie auch. Der könnte hier mal mit den Jungs eine Runde drehen. Und jetzt reicht es doch fast schon wieder für einen Hubschrauber, für einen schönen Chinook. Ja, die sehen wir schon. Mhm. Hier, die müssen wir. Ja, das ist ja toll. Wir kommen nicht über den Fluss, das heißt, wir müssen wieder einen Emergency Supply machen, müssen wieder 500 Mark wieder aus dem Fenster werfen. Für nix. Sehr schlecht. Okay, aber kann man nichts machen. Okay, das heißt hier ein Green Beret oder ein Chinook. Wir nehmen den Green Beret. Ah, wir haben die Kohle eigentlich gar nicht. Doch, wir haben die Kohle. Ja, wir können aber kaum noch weitere Einheiten versorgen, wenn wir... Wir nehmen den Heli. Oder wir warten noch eine Runde. Wir warten noch eine Runde. Und du darfst wen versorgen? Ja, die Infanterie da unten. Da ist aber wieder gefährlich. Da ist es wieder gefährlich. Sehe ich schon kommen, dass da wieder leicht Raketenwerfer stehen könnten im Dschungel. Okay, gut. Und wir sind über 50. Ja. Auch ein Stück entgegen. Ne, bleib stehen. Ah, die Base. Das ist auch gut zu wissen. Das ist der nächste Fall für den Airstrike. Okay, die haben schon gefeuert. Ne, haben nicht gefeuert. Ah, das Minenfeld. Das ist schlecht. Ne, da fahren wir heim. Der Panzer soll nicht sterben. Der soll nicht sterben. Da sollen sie doch kommen und in die Reichweite von unserer Artillerie laufen. Ah, der kommt aber nicht nach Hause, ne? Der muss sich da hinten reparieren. Oh Gott, nee, da. Ah, nee, der kann. Stopp. Der kann vom Engineer repariert werden. So ist es. Na gut, dann müssen wir das eben machen. Dann ist er jetzt hier eben erstmal ein Defensivpanzer. Die kriegen leider hier den Emergency Supply. Wo war hier der Raketenwerfer-Typ? Da stand doch noch einer. Aha. Okay. Ja, jetzt ist hier die Frage. Viel kann ja nicht passieren. Aber wir sind außer Reichweite. Die kriegen ja nicht einfach so noch einen Hit. Die müssen nur aufpassen wegen Minen. Hier habe ich nicht nach Minen geschaut, ne? Okay, unseren Helikopter. Der ist echt unnütz. Das ist jetzt das vierte Mal, dass der feuert und der trifft einfach nichts. Eieiei. Ja, und die erwische ich jetzt auch nicht. Das ist doch Mist. Ja, mit den 29%, das ist auch Quatsch. Ja, nicht gut. Können wir hier den Supply? Ja, das können wir.
Ja, dann machen wir das auch. Dann läufst du mal auf die Jungs zu. Immer so. Und dann kriegst du. Ihr könnt nochmal da bleiben. Und du kriegst die Kiste auf den Kopf Richtungsplan ist geworfen. commenced. Ja, okay, nächster Plan quasi. Den Panzer reparieren. Go. Und danach eine Forward Base hier bauen. Vielleicht so eine einheimische Einheit bauen und damit die Dörfer abklappern. Das sollte nicht schlecht sein. Okay. Ja, ein Airstrike auf die Basis wäre natürlich schön gewesen, gebe ich zu. Das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay, hier sieht es nicht so schlecht aus. Oben weht die amerikanische Flagge. Wir müssen hier einfach nur im Westen hier noch ein bisschen rumlaufen. Ah, hier gab es Ärger. Ah, die Green Berets sind auch erwischt worden, aus Versehen. Schlecht. Jetzt sind wir bei 46 und noch 9 feindliche Einheiten. Basis gebaut. Nicht ganz ungefährlich, aber. Gut. Jetzt gibt es wieder zwei Basen. Hier ist noch eine. Ah, die Green Berets müssen rausgebracht werden. Ja, endlich. Im fünften Versuch ein Treffer. So, der Panzer raucht. Können noch mal da stehen lassen. So, was machen wir mit dem hier? Der Engineer fährt hier mal die Straße entlang. Dem kann nichts passieren. Green Beret oder Transporthubschrauber, das ist die Frage. Okay, hier ist was los. Ja, auch ein Fall für ein Heli. Okay, ihr könnt auch mal eine Munition holen für die Artillerie. Es sind zwar noch zwei Schüsse drin, aber wir fliegen mal zurück. Was ihr nach der machen könnt. Naja, okay. All units have been given orders. Vielleicht noch. Nee, weiter vor. Nee, ich will nicht noch mal Minenfeld riskieren. Eigentlich müssten wir zurückfahren. Wir fahren zurück. Nächste Basis. Jetzt gibt es schon wieder drei. So, aber jetzt haben wir einen Airstrike gut. Da kommt der Panzer ganz gut hin. Ah, da kommt. Ach je, was machen wir denn da? Jetzt ziehen wir an der Basis vorbei. Aha. Dieser Heli. Dieser Heli, der taugt doch nichts. Ja, aber die Basis ist am schwierigsten zu erreichen. Weil die sind mit Luft sind die eigentlich alle zu erreichen. Der da hinten ist schwer zu kriegen. Ja, der kriegt den Airstrike ab. Aha, ein Minenfeld.
Ja, das müssen wir auch abräumen. Es gibt auch Punkte. Können wir auch den fast dazu beordern. Haben wir auch sonst einen? Oder wir warten, bis das nächste Mal einer erwischt wird. Ist halt auch mitten in der Straße wieder. Ja, weil die können jetzt da eh nicht großartig vormarschieren. Sollen sie die Minen aufräumen? Ah, der hat aber selber nur. Ah, der muss dann auf halbem Weg wieder ausladen. Ah, nicht gut gespielt. Okay, hier wird repariert. Beziehungsweise aufgetankt erstmal. Ja, ich möchte einen Green Beret haben, aber ich brauche dann eben auch noch einen Hubschrauber. Wir kaufen jetzt einen blöden Hubschrauber. Sonst überlegen wir das ganze Spiel, was wir kaufen, und kaufen wir gar nichts. So, der muss ja geholt werden hier. Also fliegt mal einmal quer rüber. Und du kannst Munition holen. Dann kannst du eigentlich direkt los. Ja, eigentlich steht die Artillerie hier nicht perfekt. Die müsste eigentlich hier noch weiter im Westen stehen. Aber wir können auch eine Forward Base bauen. Ist ja nicht verboten. So, hier ist noch ein Yui. Tja. Geben wir mal was mit. All units have moved. Okay. 12 gegnerische Einheiten. 3 Bases. Okay, der Panzer ist noch, wartet noch auf die Reparatur. Der Heli muss tanken. Und hier wird schön eine Sprengung durchgeführt. Wir schon da sind, gehen wir auch nochmal in die Dörfer. Hat man eigentlich nicht vor, aber warum nicht? So, 49. Hier mein Lieblingsheli. Prozent. Es ist zum Mäusemelken. Halt, falsch. Einladen. So, hier muss die Infanterie muss aufgetankt werden. Dann würde ich hier einmal noch Minen schauen. Oh, das war die Basis. Ja, können wir hier auch gleich wieder abmarschieren. Runter repariert. Und hier wird getankt. Tanken. Hier ist immer was los. Hier müssen wir auch eigentlich noch mal nach Minen schauen. Okay, scheint nichts zu sein. Versorgen müssen wir auch. Okay, das kann der Chinook machen. Hoffentlich ist der jetzt in Reichweite von unserer Artillerie, weil dann. Ah, da hätte sich wenigstens der Flug vom Heli gelohnt. Reicht aber nicht. So, Panzer ist repariert. Und einmal Feuer. Auf den ist wenigstens Verlass.
So, und im Gegensatz zu dem hier. Ja, jetzt kriegen wir noch einen Hit ab. Es ist ja auch der falsche Heli. Was war denn das für ein Blödsinn? Ja, so ist das nämlich bei diesem Spiel. Also wenn man sich wirklich, wenn man es nicht gut meint mit dem Spiel, dann kann man sich über sowas richtig aufregen. Ja, es war jetzt wieder mal ein Fehler. Ich hätte jetzt erkennen müssen, dass das ein Transporthubschrauber ist und nicht meine Cobra. Wo ist die überhaupt? Hier. Den wollte ich doch hier haben. Und die fliegt mal bis da runter. Schafft ihr das? Darf aber nichts unterwegs sein. Ist aber, glaube ich, auch nichts. Sehr gut. So. Genau, und wir machen eine Resupply Mission hier unten und laufen nicht in diesen Raketenwerfer rein. Ja, da unten ist nämlich echt Raketenwerferzeit, aber es ist nicht so schlimm, weil da unten fliegen ja unsere Helis ja in der Regel auch nicht durch. Man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, weil drei Felder Reichweite eben viel sind. Wir sollten vielleicht einen Airstrike machen. Ja, sollten wir. Naja, zumindest ist die RPG-Location weg. So, hier oben werden keine Minen gelegt, das ist ein super befreundetes Territorium. Ja, die Reichweite von den Chinooks ist halt super. So, jetzt haben wir hier, den müssen wir tanken. Kommen wir jetzt wieder in die Reichweite von der Base wahrscheinlich. Die hat aber schon gefeuert, diese Runde. Ja, die darf nur einmal gratis feuern. Okay. Need a resupply. Ja, auch tanken. All units have moved. Okay. 50-50. Und wir sind in Runde 30. Ja, es sieht doch weiterhin ganz gut aus. Wir wollen aber doch 60 Punkte machen. Dazu müssen wir uns jetzt echt noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Hier oben steht jemand. Gehen wir schön Reichweite. Aha. Einmal über die Vietcong gefahren. Da kommt der Nächste. Ja, wir können auch nicht mehr... wir könnten jetzt natürlich den auch noch platt fahren. Aber... Könnten natürlich auch wieder Minen sein da oben. Okay, da also der Panzer hat sein Geld verdient in der Runde. Weiß nicht, was er gesagt hat, aber... Okay, und nächste Runde ist die Base hier fällig. Ja, das hat sich gelohnt. Wir haben gar keine Infanterie mehr hier. Ach ja, weil die Held das Minenfeld untersucht hat. Hier ist nichts los, tote Hose. Das reicht noch. Das kann alles der Chinook machen da unten. Und hier holen wir uns doch die Infanterie gleich wieder ab. Da wird halt das untere Dorf hier nicht besucht. Denen geht es zwar nicht wirklich gut wahrscheinlich. Die könnten wieder mal ein Minensuchgerät vertragen. Aber Hauptsache wir killen mal den Westen, die Nordvietnamesen. Ja, der muss nach Hause. Muss man natürlich immer kurz die Luft anhalten, wenn der schon beschädigt ist und hier durch den Urwald fliegt. Aber ja, natürlich, die Karte ist immer komplett zufallsgeneriert. Ne? Ich würde jetzt auch sagen, dass es keine sehr einfache Karte ist mit diesen Dörfern hier im Süden, die schwer zu erreichen sind, aber es ist schon okay. Auch der Fluss an der Straße entlang ist relativ praktisch. Der ist ja sonst nochmal ein zusätzliches Hindernis. Ja, also beschweren können wir uns jetzt da auch nicht. So, Green Beret, wo gehst du hin? Vielleicht einmal durch den... Na, wir haben hier noch einen. Wir haben vier Stück insgesamt, oder? Haben wir drei? Sehe ich das irgendwo? Das muss ich doch irgendwo sehen können. Nee,
nur sehe ich es bestimmt. So, die Cobra. Jetzt war wieder ein erwischt. Sehr gut. Okay, und der hier kann nach Hause fliegen. Ja, der lässt sich... Ein Stück kann er laufen. Minen sind ja keine, wir sind ja erst drüber gefahren mit dem Lastwagen. Und jetzt könnten wir wirklich fast uns einen Green Beret wieder leisten. Aber die Transporthubschrauber, die jetzt einsetzen könnten, sind gerade beschäftigt. Deswegen machen wir es nicht. All units have been given orders. 52. Okay, nächste Basis muss weg. Sehr schön. Und vielleicht sogar gleich die nächste. Sehr schön. Ja, der Panzer hat, glaube ich, noch gar nicht vorbeigeschossen. Der gefällt mir sehr gut. Hier weiter Urwaldparty. Und du musst ja in dieser Runde den hier versorgen und hoffen, dass es nächste Runde nicht regnet, weil sonst wird es ganz schön eng mit nach Hause kommen. Wie sieht der Wetterbericht aus? Schlecht. Na gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Der Chinook sollte vielleicht nicht abstürzen, aber der war nämlich teuer. Aber gut, können wir nichts machen, wenn es passiert. Laufen wir schön die Straße entlang. So. Eigentlich wäre ein Minencheck fällig. Gehen wir hier rein. Okay, sieht gut aus. Sieht doch nicht schlecht aus. So, da haben wir hier. Braucht auch wieder jemand Supply. Ja, die hier. Dann kriegen sie es doch gleich. Und eine Forward Base wollen wir doch auch haben. Da kümmert sich doch unser Bulldozer drum. Wo können wir die denn bauen? Hier. Ja, hier auf der Straße wäre besser. Aber so weit kommen wir ja. Dann bilden wir doch nochmal Einheimische aus in dem Spiel. So, der Panzer. Lass mal die mal ein bisschen vorwärts gehen. Ach, ein Minenfeld. Die habe ich doch gesucht. Die habe ich doch gesucht. Ach, wir haben schon gefeuert. Naja, macht nichts. Airstrike hätten wir im Angebot. Basis haben sie keine. Ja, aber warum einen Airstrike machen? Dann können wir uns auch aufheben. Ach, wir haben ja den auch noch. Darfst doch du was erledigen. Er hat auch schon gefeuert. Ne, 54% machen wir nicht. Ah, und Regen, da müssen wir wieder gucken, dass wir nach Hause kommen. Lass mal nochmal da stehen, der wird in zwei Zügen nach Hause kommen. Ja, zu schnell gespielt und nicht gut. Ah! Der Engineer hat sich hier formidabel verteidigt und die Ehrenmedaille gewonnen. Das war gut, jetzt hätten wir den jetzt reparieren müssen. Und wie kann man den überhaupt reparieren? Der muss wahrscheinlich nach Hause. Und das 4000, den kann ich nach Hause fahren lassen, wieder kommen lassen, das Spiel vorbei. So, hier, Howitzer. Fire mission commencing. Na toll. Fire mission commencing. All clear in this sector. DC spotted. Aha. Ein Feld noch und jetzt Minen suchen. Ich hab's doch geahnt. So, da muss unser Baby mal durch. Und einmal aufräumen. Und nach Hause. Ah, da oben kommen anscheinend auch Einheiten her.
So, hier fahren wir durch. Du kannst entgegenlaufen. Wir wollen mal in das Dorf rein und du holst die Green Berries ab. Wir müssen halt wieder ganz nach Hause. Das heißt, wir stecken jetzt hier ein bisschen fest dann. Können wir auch schlecht mit unserem Bulldozer weiterfahren. Ja, wir können mit der Infanterie vorne weglaufen. Ja, das können wir machen. Wir kommen nach Hause, der Chinook ist gerettet. Und du? Ah, wir haben hier noch Besuch. Gut, dass wir dauernd lang gelaufen sind, aber wer kann das erledigen? Infanterie. Ja, zur Not macht's die gute alte Infanterie. Inbound to LZ. Egressing LZ. Direkt vor der Nase abgeladen und eine Salve. Ach, und da sind die nächsten. Ja, die werden wir nicht mehr kriegen. Die werden ins Dorf gehen und schlechte Geschichten über die Amerikaner erzählen. So, was brauchen wir? Howitzer ist außer Reichweite. 10.000, wir müssen was kaufen. Wir müssen auf jeden Fall ein Greenberry kaufen. Und du wirst gleich abgeholt, also fest mit dem Chinook, mit dem Herzblatt-Hubschrauber quer durch den Dschungel. Und was leisten wir uns dann noch? Gibt es hier, ist leider alles ein bisschen zu weit weg für die Artillerie. Aber vielleicht nochmal so ein Heli. So ein Kampfheli. Ja, alles kaufen. 4.000. Komm, den leisten wir uns. Bis die Jungs halt ankommen. So. Tausend ist schon wieder bezahlt. So, was machen wir denn mit dir? Hier war doch irgendwo ein Angeschlagener. Der wird doch schon geholt. Ja, dann hältst du eben hier die Stellung. Nee, oder du fliegst da runter. Ja, du musst da runterfliegen. Aber es ist gefährlich. Das ist eine gefährliche Route. Und wir sind bei 58. Wir wollen ja über 60 landen. Und es sind noch 13 Runden. Das schaffen wir. Ja, du wirst geholt. All units have been given orders. 2 NVA-Bases. Schon wieder. Ja, wer erledigt das? Du kommst nicht hin. Being ambushed. Okay, das war jetzt gut in dem Fall. Ist mir nicht ganz geheuer, was da noch so los ist. Du musst dich auf jeden Fall auftanken. Ja, bringst den Green Beret mit. Einmal hier durch. Schlecht. Die Frage, steht noch einer da oder reparieren wir erst den Heli? Wir reparieren den Heli. Den Chinook ist zu teuer. Der ist zu teuer, dass wir den einfach zahm schließen lassen können. Hätten wir erst mit dem geguckt, wäre natürlich schlauer gewesen. Hätten wir hier aber, ob wir sie hier gesehen hätten, weiß ich jetzt auch nicht. Also kann die Infanterie hier wieder mal hier vorbeigucken. Vielleicht erzählen die was. Das ist der Angeschlagene. Nee, das ist die Infanterie. Ja, jetzt müssen wir hier aneinander vorbeikommen. Tja, was machen wir jetzt hier? Bauen wir jetzt hier die Basis? Können wir nicht machen. Hier stehen wieder Typen rum. Eigentlich muss ich den Green Beret hier jetzt doch nochmal ausladen, obwohl er angeschlagen ist. Geht nicht anders. Weil
hier nämlich Gegner stehen. Und das ist etwas zu gefährlich. So, jetzt könnte ich nämlich hier ein Stück auf Straße fahren und die Forward Base bauen. Da können wir uns zumindest drin ausruhen. Stellen wir die Einheiten rein, der Panzer schießt ein bisschen um sich. Ja, das klingt ganz gut. Okay. Ja, du musst jetzt hier halt dich nochmal eine Runde gedulden, bis der Chinook wieder repariert ist. Und du hast eigentlich auch nichts mehr zu tun, aber du könntest fast mal da runterfliegen. Auftanken. In der Basis ist nur noch der Howitzer. Ja, wunderbar. Ja, dass hier im Dschungel ein bisschen gefährlich ist, das hätte ich mal denken können. In der Mitte tauchen halt doch immer wieder Leute auf. So, 6 Einheiten gibt es nur. Das ist nicht viel. 2 Basen. Ziehen wir hier mal rein. Du auch. Aha. Ein Fall für den Panzer. Das ist der Transporter. Das ist auch ein Transporter. Einmal Minen gucken. Keine Minen. Cobra, ja klar. Und zwar hierhin. Jetzt versuchen wir nochmal den Green Beret mitzubringen. Ja, ob der schon wieder heim darf? Ich wollte doch nach Wien gucken. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich letzte Runde schon geguckt habe. Und laufe mir natürlich in die Wien rein. Eieiei, jetzt kriegen wir die Infanterie hier natürlich nie mehr raus. Jetzt können wir da zum Fluss humpeln. Das war schlecht. Naja, okay. Dann schicken wir vielleicht eine neue da unten lang den Weg. Ja, das werden wir auch machen. Infanterie ist ja nicht teuer, aber die ist halt teuer, wenn sie stirbt. Ja, okay. Die Infanterie humpelt jetzt hier noch durch den Dschungel. Und eine neue bauen wir uns. Ja, wobei die kann ich auch, die muss eh noch warten, die hätte ich gar nicht bauen müssen jetzt. Naja, okay. Ja, Transportheli. Engineer, der könnte den Panzer, tanken wir nächste Runde auf. Was können wir hier sonst noch Sinnvolles machen? Die Straße entlang fahren nach Minen. Okay. All units have moved. Neue Gegner. Und gutes Wetter, das heißt ein Airstrike hätten wir im Angebot. Ja. Unit request supply ASAP. Fire mission commencing. Enemy neutralized. Sehr schön, der Engineer kann nächste Runde denn auftanken. Need a resupply. Unsere Infanterie hier könnte sich hier auch mal durch den Busch bewegen und brauchen einen Eimer Sprit. Resupply mission commenced. Need a resupply. So, hier müssen wir auch tanken. Da oben brennt schon wieder Feuer, da flitzen bestimmt schon wieder irgendwelche Vietnamesen rum. So,
Nordvietnamesen natürlich. Und hier ist doch, das ist doch was für den. Dann kommt man immer heim. Wir können auch einen Airstrike machen. Komm. Wo ist kürzer? Nach Westen ist kürzer. Vielleicht auch gefährlicher, aber soll man machen. Ja, und wir laufen hier im Dschungel rum und der Helikopter erledigt die Jungs für uns. Die Cobra. Einmal Dorf. Und einmal ja, Südwesten. Okay, jetzt, ja, der muss hier auch noch stehen bleiben. Bis der Ersatzmann da ist. Da kommt er. Ja, der ist ja da. Dann können wir dich jetzt mit nach Hause nehmen. Machen wir nächste Runde. Ach, da sind schon. Nee, sind da. Ach so, der neue. Der neue kann natürlich laufen, ja. Der neue läuft auch. Jetzt machen wir hier in den Wald. In den Dschungel. Oh, der Panzer muss getankt werden. Der Panzer muss getankt werden. Da kann er ja fast schon ein bisschen mitfahren. Naja, bleibt nochmal in der Basis, da kostet es ja keinen Nachschub. Okay, wo sind Feinde? Es sind nicht mehr viele auf der Karte. Vier wird kommen. Na, ich schätze mal, da im Nordosten wird einer sein, hier im Dschungel wird einer sein. Ich sehe keine. All units have moved. Aha, da sind sie. 73%. So, und einmal Minen. Ah, das war doch. Die haben lange gewartet aufs Minenräumkommando. Die haben richtig lange gewartet. Okay, da könnte der Panzer ja dann ein Stück vorfahren. Vielleicht bis da. Und einmal eine Salve. Schlecht. Howitzer kommt nicht hin. Kampfhubschrauber kommt aber hin. Oh. Ah, gleich umgenietet. Ja. Okay. Dann lassen wir den wieder zurück in die Basis fliegen. Er hat jetzt nichts abbekommen, aber ja, dann ist er wieder vollgetankt und vielleicht ist hier doch ein bisschen was los. Ja, komm, dann darf die Infanterie hier einmal knallen. Schlecht. Aber wir können dich ja gleich einpacken. Ach, und wir können doch die Leute hier ausbilden. Das machen wir mit dem angeschlagenen Green Beret, ja? Ja. Hier einmal Versorgungsauftrag. Ja, gut, jetzt waren hier Leute, da können natürlich auch wieder Minen sein. Wir fahren die Straße ab. Wackeln durch den Dschungel. Ja, die müssten eigentlich hier weg. Die müssten eigentlich abgeholt werden. Oder da hoch. Laufen hier noch ein bisschen rum im Dschungel. So, und du bildest mal hier die Arvin aus. Dann können wir natürlich hier niemanden mehr mitnehmen. Jetzt nehmen wir natürlich trotzdem einfach mal mit.
Ja, wieder falsch gemacht. Ich habe gehofft, dass das Menü aufgeht. Nee, aber jetzt haben wir natürlich niemand ausgebildet. Okay, dann machen wir von, dann fliegen wir da hoch. So. Ja, niemand da. Ich fliege nicht einfach so blind raus. Ich kann mir denken, wo ich jemand finden würde, aber da wollen wir auch nicht hin. So, jetzt könnte man da hoch natürlich fliegen. Ne, wir fliegen in den Süden. Inbound to LZ. Weil er da unser Gin Greenberry auch ist. Aircav, on route. Einmal Minenkommando. Clear in mines. Alles gut. Alles im grünen, All units have been given orders. grünen Bereich. Und jetzt haben wir nur noch vier Einheiten, zwei Basen. Ja, die Basen werden doch hier auch wieder um die Ecke sein. Die werden doch hier, ich vermute irgendwo hier, wo ist der Rand der Karte eigentlich? Sweeping for mines. Fire support inbound. All clear in this sector. Die müssen geholt werden. Hello on Die müssen supplies. nach Hause. Running low. Village uncooperative. Ah, amerikanische Flagge kommt raus. Steht Hello bei on supplies. 63. Das ist doch sehr gut. Wir hätten sogar jetzt noch einen Airstrike frei. Hier in dem Dorf mögen sie uns noch nicht so arg. Und hier waren wir auch noch nicht oft. Ich glaube noch gar nicht. Ja, da unten. So, eine Cobra. Nach Hause. Tanken und Resupply Mission. Mission commenced. Low on supplies. Rauskämpfen aus dem Dschungel, dann werden wir auch abgeholt. Ja, und wir laufen. Tja, wo laufen wir? Wir laufen nach Westen, da oben ist doch harmlos. Ich glaube, dass da oben eine Einheit ist, ehrlich gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da eine Einheit ist, aber wir sehen halt nichts. Okay, jetzt können wir hier Supply machen. Ja, müssen wir auch machen. Sonst gehen sie ja wegen Nachschubmangel drauf. So, welcher ist das? Das ist der hier. Machen wir mit dir. Der kriegt schon. Weiß ich nicht, was wir mit dir machen. Kaufen wir uns noch so eine Einheit. Die einzige Einheit, die interessant ist, ist ein Greenberry. Ist die einzige Einheit, die interessant ist. Also kaufen wir noch. Läuft da hoch. Es gibt am Ende keine Abrechnung, wie viel Geld ich übrig hatte oder ähnliches. Sowas gibt es nicht. Wie effizient ich gearbeitet habe. Ich wüsste nicht, dass es sowas gibt. Ich glaube, am Ende ist das Spiel sowieso relativ spartanisch in der Präsentation des Endbildschirms. Ich erinnere mich jetzt aber auch nicht ganz genau. Wir sind ja bald soweit. Sind in Runde 38 von 45 und sind hier klar auf der Siegerstraße. Zu Ende ist das Spiel noch nicht. Aber es sieht nicht so aus, als würden wir das hier noch in den Sand setzen. Aber weiß es nicht. Das Blatt kann sich auch am Ende nochmal melden. Zum Beispiel, das Blatt kann sich am Ende nochmal melden. Zum Beispiel, wenn man zu faul ist, Minen zu suchen. Zu bequem. Schauen wir da hoch. Okay, hier sind jetzt keine gewesen. Ja, Minen sind immer da, wo man sie. Da, wo man nicht gesucht hat. Und da, wo man sucht, sind dann meistens keine. So, jetzt hier unten. Wo sind diese Basen? Zwei Stück.
eine gefunden. Fire support inbound. Enemy neutralized. Wie viele Gegner gibt's? 5 wird kommen. Hier ist einer. Ja, wo ist meine Cobra? Hier unten. Fire mission commencing. Target eliminated. Burning low. Hause, heilen, auftanken. Und mit dir machen wir was Ähnliches. Auch auftanken, raus aus dem Dschungel. Ja, heilen. Und ihr werdet auch aufgetankt. Ja, hier zurückfliegen. Der untätige Hubschrauber. Ja, wenn hier niemand ist, dann brauchen wir den da oben auch nicht. Dann fliegen wir doch da mal hoch. Arvin Unit deployed. Unit requests resupply. Die neu ausgebildete Einheit ist fertig. Die sie angeblich so gut mit den Einheimischen versteht, das prüfen wir doch gleich mal. Aha, da kommen schon die netten Einheimischen. 4 Stück haben wir. Irgendwo sind sie auch wieder reingegangen. 64 nur noch. Wir sind nicht in der Nähe von der Artillerie, wir haben aber Hubschrauber hier. Wie groß ist die Chance? 84%. Gut. Gut. Nichts gefunden. Passt. Ja, ziehen wir nochmal in den Fluss. Weiter wollen wir jetzt mal nicht. Da können Minen sein. Hier laufen wir mal. Okay, da ist nichts. Ein Minenfeld gefunden. Sehr schön. 66, ja, das sieht doch wunderbar aus. Dann nehmen wir hier aus. Hier fahren wir auch schön Straße. Supplies low, ja. Den hat jetzt wieder niemand auf dem Schirm gehabt, kann das sein? Oder der? Nee, hat niemand auf dem Schirm. Ja, dann riecht es ja fast nach Emergency? Nein, wir kommen doch rechtzeitig. Ist aber nicht mehr viel los auf der Karte, muss man schon sagen. Ja, du nimmst den dann mit. Infanterie haben wir da. Ja, Infanterie. Moving to LZ. Gehen halt da oben noch mal rein. Ups, vielleicht gibt's ja was. Dachte ich mir fast. Dann laden wir euch wieder ein. Nächste Runde. Ja, ihr habt es fast geschafft. So. Ihr könnt jetzt geholt werden. Ich brauche mal eigentlich da nicht mehr. Ja, doch hier den. Da haben wir. Wo sind unsere Green Berets? Sieht man das hier nicht? Da sieht man es. 1, 2, 3, 4. Ja, eigentlich könnte man so einen holen. Wir machen da nicht viel. Der da unten ist okay. Der hält die Dörfer da ein bisschen in Schach. Das eine Dorf. Zwei Dörfer mögen uns nicht. Aber die anderen finden uns total super. Ja, ihr könnt nach Hause. Könnt ihr euch holen lassen. Einmal auftanken. Ja. Dann laden wir eben die Infanterie noch ein. Haben wieder einen Zug gespart für die Infanterie. All units have moved. All units have moved.
vier Vietcong-Einheiten, eine Basis. Die Basis ist bestimmt irgendwo hier im Dschungel. Ah, und hier muss getankt werden. Es muss ja getankt werden, das ist ja schlecht. Das heißt, der Panzer ist auch jetzt wieder ein stationäres Geschütz. Weil wir hier eine Spazierfahrt machen mit unserem Engineer. Ja, fahren wir wieder zurück. Ich meine, die Fahrt war nicht umsonst, wir finden ja Minen, wenn was ist. Aber haben wir natürlich wieder gar nicht bedacht, dass der getankt werden muss. Was ja eigentlich klar ist. Hier ist noch ein Feuerchen, da gucken wir doch da auch wieder vorbei. Mit Minen oder ohne. Bilden wir noch so einen Typen aus? Wir bilden noch einer aus. Könnte eh noch nicht geholt werden. Cobra. Ja, das ist halt so ein Problem mit der Aufklärung im Spiel. Ich kann mir denken, die Basis wird hier sein. Aber ich kann nicht einfach hinfahren. Ich muss mit einer Einheit, mit dem Green Beret hin, dass ich es halt auch tatsächlich finde. Oder mit einer Infanterie mit der Sichtweite von 1. Aber das ist halt auch nicht sehr vielversprechend. Aber irgendwie findet man gerade gar nicht mehr viele Leute. Karte ist ziemlich bereinigt. Es stehen noch 5 Stück rum. Transporthubschrauber, können wir den da unten supplyen. Jetzt werden wir wahrscheinlich direkt über die Basis fliegen. Ja, vielleicht ist er da auch im Süden irgendwo. Geholt werden oder geht's nach Hause? Geht noch nicht, geht nächste Runde erst. Ja, wir können auch den da holen. Also holen wir den. Ah, der bildet ja jetzt wieder aus. Wir bilden aus. Wo laufen wir rum? Vielleicht da oben. Ja, natürlich. Natürlich. Eyes on Charlie. Also ist hier ein bisschen was passiert in unserer Abwesenheit. Haben wir eine Cobra da? Howitzer, ein Feld außerhalb. Die sind schon clever, die Jungs. Da wäre eine Kobra, die ist aber zu weit weg. Reparieren. Ja, ihr müsst auf jeden Fall mal da reingehen. Und die andere, wo ist denn der? Beim Tanken. Da ist er, ja. Ja, schlecht. Score nur noch auf 63, weil sie natürlich hier direkt ins Dorf wieder eingekehrt sind. Aber hier sieht es fast danach aus, als wäre hier was los. Auch das war wieder leichtsinnig. Hier hätte auch theoretisch jemand umstehen können. Ist aber nicht der Fall. Low on Supplies, ja, der Panzer muss in die Basis, dass er zumindest nicht auseinanderfällt. Fast wäre ich wieder ein Stück weiter gelaufen. Das ist einfach so gefährlich in diesen Drecksminen. So, jetzt. Schon gezogen, aber mit dem können wir einladen. Hier ist die Base. Okay, das ist ein Fall für Mr. Cobra.
Da haben wir noch eine Infanterie und eine UE. Ja, unten langlaufen. Ist in Ordnung, ja. Inbound to LZ. Aircraft on route. Sweeping for mines. Keine Minen. All units have moved. All units have moved. 41. Runde. Gut, die Basis kriegen wir noch. Hier ist eine Einheit und zwei Stück gibt es da noch. Ist echt nichts mehr los. Wir können eigentlich echt nur noch Dörfer besuchen. Weiterhin drei Einheiten, eine Basis. Hier steht einer. Der steht genau richtig. Der hier steht auch okay. Ja, und hier können wir uns auch wieder rausbewegen. Dann hier, ja, die Infanterie darf hier laufen. Unit request resupply. Resupply werdet ihr auch bekommen. Da glaube ich nicht, dass jetzt einer steht. Das können ja nicht viele sein. Steht einer, steht noch auf der Karte und die Basis. Ah, das war jetzt schlecht. Gut, auch gereicht. Hier ist wieder Feuerchen. Okay. Die brauchen Supply, aber das kannst du nicht so machen. Da braucht man einen anderen Heli. Ja, jetzt wird es ein bisschen eng hier. Haben wir noch eine Runde. Es wird, riecht schon wieder fast nach Emergency Supply. Engineer, der muss kommen, den Panzer auftanken. Und ja. Arvin Units deployed. Gut. Gehen wir da auch nochmal rein. Und holen wir uns fast jeden Dorf einen Beliebtheitspreis. Nur hier im Süden, in den Urwalddörfern, ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Die da unten haben wir sogar noch einigermaßen gekriegt. Aber hier die, das Nest hier an dem Fluss. Ja, die Straße haben wir unter Kontrolle gekriegt. Mit überlegenen Truppen. Hier kommen neue Jungs rein. Zwei Vietcong haben wir da. Wo ist der Panzer in der Nähe steht. Mhm. Geflüchtet wird hier nicht. Macht es eben der Heli, wenn der Panzer halt nichts trifft. Okay, ihr geht einmal rein, sagt Hallo. Macht nix. Panzer auftanken. So. Na, irgendwo sind welche nachgekommen, vielleicht hier oben. Nein. Brennen low. Sweeping for mine. So, was müssen wir hier machen? Die brauchen Nachschub. Die brauchen Nachschub, die kriegen ihn nicht mehr, aber die kriegen ihn in der Runde noch. Embarking supplies. So, einmal noch hier die Jungs beschäftigen. Low on supplies. Ja, wir können da heimfliegen. Ja, auch an der Flagge. Das ist, glaube ich, vier Flaggen. Ich glaube, das ist die zweitschlechteste. Ich glaube, das ist tatsächlich die schlechteste hier.
Aber in Yabreng. Ah, wir tun doch schon alles. Welcher Heli ist das? Das ist der hier. Ja, der kommt hier jetzt zu spät. Also unten einmal Resupply Mission für den hier. Resupply mission commenced. Jetzt fliegen wir direkt hier wieder über einen Raketenwerfer. Nee. Okay, nehmen wir dich mit. Inbound to LZ. Running low. Ausladen und auftanken. Need a resupply. Jo. All units have moved. Perfekt. Some units will run out of supply. Some units will run out of supply. Stimmt, wir müssen Emergency Supply machen. Hier. Emergency supplies deployed. Und jetzt können wir noch für 4000 Mark sogar was kaufen. Aber wir sind Runde 43, aber ich wüsste nicht was. Wir brauchen nichts mehr. Da oben sind noch NVA-Units. Schieß mal nochmal ab. Need a resupply on this unit ASAP. Fire mission commencing. Ja, dann rennen wir den nochmal nach und machen vielleicht noch einen Airstrike. Panzertank mal auf. Wir schauen nochmal, wo sie stehen. Da hinten, ja, da kommen wir nicht hin, da müssen wir einen Airstrike machen. So, und ihr lauft ein Stück. Noch ein Stück. Und Minenfeld. Und dann kann der Panzer nochmal nachfahren und gucken, was da so los ist. Und ihr nochmal zurück. Ja, noch ein paar Minen finden, freuen sich vielleicht noch. Tja. Fast nirgends brennt ein Feuer, da unten brennt noch eins. Und halt im Wald unten. Aber da kommen wir so schlecht hin. Embarking supplies. Moving to LZ. Ah, natürlich, da stand halt genau neben der Basis einer. Ja, das ist die fehlende Aufklärung einfach. Man hat auch einen Hit abgekriegt in Runde 44. Und es stehen immer noch zwei rum. Und eine NVA-Unit. Naja, was passiert, wenn nicht aufpasst. Deswegen, man kann nie die ganze Karte abdecken mit Green Berets. Und das im Prinzip, wie viel bräuchte man da? Da brust der. Musst du ja 10 Green Berets haben, wenn du die ganze Karte unter Kontrolle haben willst. Deswegen musst du die eigentlich immer irgendwo gut positioniert haben. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. So, letzte Runde. Also, wir stehen beim Score von 66. Wir haben 18 Treffer kassiert. Wir haben 49 insgesamt ausgeteilt. Das ist ein Verhältnis von ja, fast 1 zu 3. Das ist ziemlich gut. Ja, wir haben die Straße im Norden unter Kontrolle, wir haben den Fluss unter Kontrolle, wir haben den Dschungel unten nicht so wirklich gut unter Kontrolle. Es ist halt auch schwierig. Wir haben jetzt hier zwei Green Beret Einheiten, da sehen wir jetzt da viel. Ja, aber die Dörfer sind einfach schwierig zu bekommen. Ein Hauptargument, dass man da eben beschädigte Truppen einfach schlecht abholen kann. Die Kombination aus Green Berets und den Kampfhubschraubern ist aber natürlich auch schon sehr stark, muss man sagen. Also die hätten jetzt noch ein bisschen besser treffen können, aber das war schon ziemlich gut. Ja, mal Zusammenfassung zu dem Spiel. Ihr habt jetzt mal gesehen, wie man Vietnam 65 spielt. Das Besondere an dem Spiel ist eben, dass es hier kein klassisches Spiel ist, sondern eben dieser Dschungelkrieg in Vietnam möglichst naturgetreu versucht wird zu simulieren.
Man wird häufig dazu verleitet, gerade als Anfänger, dass man sich so Dorf für Dorf vorarbeitet und das funktioniert halt überhaupt nicht in dem Spiel. Das funktioniert nicht, weil an irgendwelchen Stellen immer Vietcong auftauchen und dann die Nachschubwege blockieren, die Bulldozer angreifen, die Helikopter abschießen oder ähnliches oder irgendwas verminen. Man muss sich da wirklich sehr langsam und bedächtig vorarbeiten. Und natürlich, man braucht natürlich auch ein bisschen Glück mit der Karte, die es eben zufallsgeneriert. Ich würde jetzt sagen, das war jetzt hier nicht so einfach in dem Fall, weil viele Dörfer weit im Westen waren und ja, vier im Süden, die aber von den drei also schon ziemlich im Dschungel liegen. Gut, es hätte auch schwieriger kommen können. Die Dörfer sind doch wirklich relativ zufällig verteilt und ja, Straße und Fluss, das war schon einigermaßen kontrollierbar. Aber ja, ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung zu anderen Spielen, weil eben dieses Versteckte vom Feind und dieses ständige Aufspüren müssen vom Feind ist eben hier in dem Spiel ein bisschen eine Besonderheit. So, gucken wir mal, ob die Jungs hier Minen gelegt haben. Ja, also mir gefällt das Spiel gut. Es ist eben auch eine abgeschlossene Sache in 45 Zügen. Das dauert nicht so überbordend lang. Ich habe mir jetzt ja einigermaßen Zeit gelassen. Es waren jetzt, ich weiß nicht, ein bisschen was über 2 Stunden, die es gedauert hat. Damit ist das Spiel beendet. Ich mache jetzt hier diesen Zug noch schnell zu Ende. Und dann vielleicht noch als Schlussfazit. Ja, das können wir jetzt hier alles beenden. Ich werde jetzt hier niemanden mehr auch mehr aufspüren. So, parken wir hier den Engineer noch. Nochmal ins Minenfeld gelaufen zum Abschluss. Sehr schön. Ja, das musste jetzt nochmal sein. Da war nochmal Minen gelegen. Ich bin mit dem Engineer fast bis dahin gefahren. Das ist schon frech. Tatsächlich noch eins gefunden. So, jetzt sind ja die Gegner nochmal aufgetaucht und jetzt ist das Spiel tatsächlich vorbei. Ja, wir hätten jetzt hier wieder 4 Vietcong-Jungs gehabt, also einen NVA, einen Vietcong, die hätten wir jetzt diese Runde nochmal erwischt, hätten noch ein paar Pluspunkte gemacht. Ja, letztendlich mit 65 Punkten dann beendet, weil wir jetzt hier nochmal unnötig in 2 Minenfelder reingelaufen sind. Ja, aber jetzt im Prinzip war es das schon und ich weiß gar nicht, ob hier noch viel kommt. Okay, die Kontakte kann man sich hier anzeigen lassen, sehe ich gerade. Das ist interessant. Sehe ich jetzt am Ende des Spiels. Da kann man sich hier natürlich zusammenreimen, wo die Feinde herkommen, wo diese einzelnen Spots sind, wo die Feinde auftauchen. Ja, da ist hier oben einer, hier in der Mitte einer, hier im Süden mindestens einer. Und hier bei diesem Pleiwau. Ja. Okay, ja. Und hier die NVA, okay, die kommt von Westen. Da macht es in dem Fall auch Sinn. Ja, und jetzt sehen wir hier Decisive Victory, 65 Punkte. Und ja, ihr habt ja gerade eben den Intelligence Screen gesehen, den konnten wir im ganzen Spiel aufrufen. Und jetzt hier den Decisive Victory. Und ja, das war's. Das ist natürlich jetzt eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle, nach 2 Stunden Spielen irgendwie so als irgendeine Art Abschlussstatistik. Das sind jetzt hier irgendwelche Achievements und sowas. Das ist dann, also ich brauche jetzt hier keine riesen Belohnung, aber das ist mir dann schon ein bisschen arg wenig, was ich dann hier bekomme. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, dann bin ich jetzt hier wieder im Startscreen und sieht genauso aus, als hätte ich gar nicht gespielt. Also ja, das kommt mir ein bisschen ja, sehr dürftig vor. Aber ansonsten finde ich, Vietnam 65 ist ein ganz nettes Spiel. Durchaus fordernd, durchaus nicht so leicht zu meistern. Was mir so ein bisschen fehlt, ist irgendeine Art von Kampagne. Also das Spiel hat, wie gesagt, ein ordentliches bis gutes Tutorial, aber dann irgendeine Art von Kampagne wäre in dem Spiel nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass man da durchaus
auch mit ja, geskripteten Kampagnen ein schönes schöne Einzelspielererlebnis daraus hätte machen können. Hat man darauf verzichtet, sondern hat es komplett auf Zufallsspiele abgeschlossene Zufallskartenspiele begrenzt. Und wenn man das schon so macht, meiner Meinung nach hätte da mal noch irgendwas außen rum machen müssen und seien es ein bisschen mehr Statistiken als nur hier jetzt ein paar Steam Achievements oder hier im Uniform-Raum irgendwelche Medaillen oder sowas da. Das meinetwegen ganz nett, aber da hätte noch in irgendeiner Form irgendwas gefehlt. Irgendwelche Statistiken, Treffer-Rate oder sonst irgendwas, das oder wie viele Einheiten gekillt oder ähnliches, das wie viel verloren, das Effizienz, das fehlt einfach noch ein bisschen. Und man hätte eine schöne Kampagne machen können, wo man zum Beispiel hätte sagen können, dass nur bestimmte Einheitentypen verfügbar sind, unterschiedliche Starteinheiten und ähnliches. Und man kann sich das hier ein bisschen selbst einstellen in den Spielen. Also man kann hier ein bisschen drehen, kann hier random Starting Units spielen oder ja, zufällige Verteilung von der Anfangseinstellung der Dörfer und auch einen Anfangswert. Das macht es natürlich ungleich schwieriger, das ist klar. Ja, aber das ist alles, ja, das ist ein bisschen klein. Aber gut, es ist ja auch keine AAA-Produktion. Das ist natürlich auch klar, es ist ein kleines Studio entwickeltes Spiel. Und dafür haben sie eigentlich ziemlich viel draus gemacht. Den Nachfolger Afghanistan 11, der soll sehr ähnlich sein, den habe ich noch nicht gespielt. Den werde ich mir auch mal anschauen, gegebenenfalls vielleicht auch aufzeichnen und bei uns im Kanal für euch hochladen. Ja, das war es jetzt dann. Ist doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Hört gerne unseren Podcast und wir hören uns an der Stelle wieder. Tschüss!